Hallo und herzlich willkommen zu den Deutschen Straßenmeisterschaften zu SWR Sport. Und an meiner Seite heute ist auch eine ehemalige Deutscher Meisterin und eine ehemalige Giro d'Italia-Siegerin. Hallo, herzlich willkommen, Claudia Lichtenberg. Hallo, ich freue mich riesig, dabei zu sein. Ich freue mich riesig, dich heute an meiner Seite zu haben. Wir haben Sie eben gesehen, Liane Lippert, heute bei den Temperaturen. Es ist wirklich heiß, dann auch noch die Streckenführung. Sie will ihren Titel verteidigen, hat sie selbstbewusst gesagt. Aus Friedrichshafen kommt sie. Traust du ihr das heute zu? Absolut. Sie ist die absolute Top-Favoritin für den heutigen Tag. Er hatte einen super Frühjahr auch schon. Und sie ist eine Fahrerin, die wirklich diese giftigen, harten Anstiege, die heute auf dem Programm stehen, perfekt meistern wird. Gestern gab es schon die deutschen Meisterschaften im Zeitfahren. Da hat Mieke Krüger gewonnen, unter anderem Olympiasiegerin ist sie geworden. Allerdings vielleicht diese Strecke hier heute nicht so ihr Ding. Traust du ihr heute auch was zu? Also heute wird es auf jeden Fall zu schwer werden für Mieke Krüger. Das wäre, das ist leider die Realität. Sie weiß das auch. Sie ist eine Spezialistin für Zeitfahren, für flache Strecken. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, Olympiasiegerin auf der Bahn im Vierer geworden. Und das wird auch wieder ihr großes Ziel sein, in Glasgow dort das Beste zu geben bei den Weltmeisterschaften. Und für heute ist da einfach nicht viel zu erwarten. Also keine Bergspezialistin. Viele knackige Anstiege gibt es hier heute hier bei der Strecke in Bad Dürheim, beziehungsweise Start ist in Donaueschingen. Wir sind ja gerade im Ziel in Bad Dürheim. Wem die Strecke lieben könnte, ist Ricarda Bauernfeind. Eigentlich auch in einer super Form, allerdings hatte sie ein bisschen mit dem Knie zu kämpfen. Wie sieht es denn heute bei ihr aus? Tatsächlich ging es ihr gestern im Zeitfahren wohl gar nicht gut. Sie ist aber heute am Start und so, was man bisher sehen konnte von der Strecke, fühlt sie sich auch gut. Die Mannschaft arbeitet gut für sie. Sie hat auch noch Antonia Niedermeyer an ihrer Seite und Justina Chapler, sodass sie dann ein wirklich schlagkräftiges Team haben heute. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber Liane Lippert, der Titelverteidigerin, die ja alleine hier antritt. Wie wäre es denn für dich heute? Würdest du gerne an den Start gehen? Absolut. Ich bin heute selber die Strecke schon rumgefahren. Ich konnte mich gar nicht zurückhalten, habe auch auf die Bergwertung gesprintet, weil es so Spaß gemacht hat. Und es ist wirklich eine tolle Atmosphäre hier. Und ja, jeder, der kann, sollte an die Strecke kommen oder auch das einfach selber mal mit dem Fahrrad abfahren. Du selbst bist ja 2006 deutsche Meisterin geworden, ist also schon ein bisschen länger her. Allerdings noch nicht ganz so lange her wie die letzten deutschen Meisterschaften hier in Bad Dürheim. Das ist nämlich schon 20 Jahre her. Jetzt also wieder an diesem Wochenende ist es soweit und die Organisatoren, die haben alle Hände voll zu tun gehabt, Klaus-Peter Hofer. Ja, morgen. Das Handy hat Rick Sauser fast immer am Ohr. Bei ihm läuft alles zusammen. Der Organisator der Rad-DM ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um die deutschen Straßenreitmeisterschaften an diesem Wochenende. Viele Helfer unterstützen ihn bei der Umsetzung dieses Projektes, an dem Rick Sauser schon mehr als 9 Monate arbeitet. Fix war das letztes Jahr im Spätsommer. Und dann ging es im Prinzip dann richtig los. Natürlich Sponsoring ein großes Thema. Budget liegt bei uns, das Risiko auch. Wir haben natürlich unsere Partner, die Städte dann dazu bekommen, Donaueschingen, Bad Dürheim. Und da musst du einfach drumherum schauen, dass du das Geld zusammenbekommst und dann eben mit TV und allem drum und dran. Und bei allem drum und dran wird Rick Sauser von seiner Frau Ursel unterstützt. Den Stress lassen sich beide nicht anmerken. Ihr Motto, in der Ruhe liegt die Kraft. Und überhaupt überwiegt sowieso die Vorfreude. Ich freue mich auf jeden Fall total aufs Wochenende. Ich bin total gespannt, was kommt. Wird gut, wird alles gut. Ja. Wetter wird gut und der Rest kriege ich mir hin. Die Strecke ist so konzipiert, dass sie den Fahrern maximale Sicherheit, den Zuschauern maximale Nähe bietet. Doch das Thema Sicherheit steht über allem für den 56-Jährigen, der früher selbst aktiver Radsportler war. Bei den Fahrern kommen Konzept und Streckenplanung gut an, für ihn ganz wichtig. Denn die Rad-DM ist letztlich keine Arbeit, sondern eine Herzensangelegenheit. Nee, das ist auch für mich wirklich ja, ist das Größte, was wir bisher gemacht haben. Und ich bin selber früher Radrennen gefahren und ich liebe den Radsport. Es ist einfach geil. Ich freue mich wirklich auf das Wochenende schon seit Monaten. Das Ziel liegt in Bad Dürheim. Hier ist Rick Sauser zur Schule gegangen. Nicht nur deshalb ist es für ihn eine ganz besondere Rad-DM.
Und genau hier im Ziel in Bad Dürheim stehen wir hier gerade. Eben kam im Beitrag ja auch Claudia das Thema Sicherheit zur Sprache. Das ist natürlich sehr aktuell, weil der Sturz von Gino Meder bei der Tour de Suisse erst eine gute Woche her ist. Ein Sturz mit Todesfolgen. Wie sehr haben das die Fahrerinnen heute noch im Kopf? Ja, natürlich ein super schwieriges Thema. Jede Fahrerin wird sich damit irgendwann in ihrer Karriere konfrontiert sehen, einfach für sich selbst zu beantworten, wie viel Risiko man in so einem Rennen auch gehen möchte. Man hat leider als Fahrerin nicht immer selbst im Griff, was das auch bedeutet, wenn man in einem großen Feld unterwegs ist. Zählen nicht nur die eigenen Entscheidungen, sondern eben auch, was um einen herum passiert und wie sehr man da reinhalten möchte oder sich aus sowas raushalten möchte. Ja, damit muss jeder selbst klarkommen und natürlich jetzt dieses Ereignis, was uns alle total erschüttert hat, das wird bei manchen schon noch tief in den Knochen stecken und jeder verarbeitet sowas natürlich dann auch individuell. Die Radwelt war wie gelähmt und das war natürlich auch heute hier nochmal Thema. Auf Wunsch der Fahrerin gab es nämlich kurz vor dem Rennen noch eine Schweigeminute. Es ist im eigenen Ermessen, hast du eben auch schon gesagt, wie viel Risiko man gehen möchte. Dennoch gibt es riskantere Streckenführungen und sichere Streckenführungen. Du bist die Strecke heute selbst abgefahren. Was sagst du, gibt es risikoreiche Stellen und wie sicher ist im Allgemeinen diese Strecke? Ich als Fahrerin hätte mir heute überhaupt keine Sorgen gemacht. Die Strecke ist extrem selektiv, sprich es gibt so viele harte Anstiege, dass ich damit rechne, dass das Fahrerfeld extrem weit auseinandergezogen sein wird und dass man dann auch wirklich das Ganze selbst in der Hand hat und da eigentlich ja nicht in große Schwierigkeiten kommen sollte. Nochmal ganz kurz, du als ehemalige deutsche Meisterin, bevor wir rübergehen zu unserem Kommentator. Wie groß ist die Bedeutung, diesen Titel tragen zu dürfen, deutsche Meisterin? Es ist ein Riesentitel, der heute vergeben wird. Man wird danach die ganze restliche Saison, das ganze komplette Kalenderjahr sogar das deutsche Meistertrikot tragen dürfen. Danach geht es zur Tour de France Pharmavec Swift, was natürlich eine Riesenehre ist, wenn man dann da die Meisterringe auch präsentieren darf. Also du durftest es schon tragen. Wir sind gespannt, ob Liane Lippert es heute wieder tragen darf für die kommende Saison oder ob es eine Nachfolgerin geben wird. Wir werden es erfahren bei Christian Döring, unserem Kommentator. Du darfst gleich rüber mit kommentieren gehen. Es ging ja schon los um 14 Uhr. Christian fasst uns jetzt die Highlights zusammen. Sie verpassen also nichts und dann gehen wir live drauf. Ganz viel Spaß bei der Deutschen Straßenmeisterschaft. Dankeschön, Lea. Und das ist der Moment. 14 Uhr, da sind alle noch zusammen. Genau, damit werden sie auf die Strecke geschickt. Gestern die Entscheidungen im Einzelzeitfahren, heute dann der erste Titelkampf im sogenannten Massenstart, also im Straßenrennen der Frauen, über 100 Meldungen. Am Start standen dann ein paar Fahrerinnen weniger, klar, durch Verletzungen oder kurzfristige Krankheiten. Der neutralisierte Start, erst einmal raus aus Donau-Eschingen und dann am Öschberghof der sogenannte scharfe Start. Und das hat sie dann gleich wörtlich genommen, Lisa Kromm, die erste Attacke vom Team Max Solar Rose. Eine sehr routinierte Fahrerin, 34 Jahre alt. Normalerweise bei den großen Rundfahrten, bei den Profis, wird das immer als Pressesprint bezeichnet, ja, um sich dann in den Fokus der Kameras und natürlich auch ins Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer hineinzufahren. Und da sieht man schon, wie anspruchsvoll der Kurs ist. Es gibt nahezu kaum flache Stücke. Ein ständiges Auf und Ab hier im Schwarzwald-Barkreis. Und von Donau-Eschingen gab es eben eine längere Anfahrt bis auf den eigentlichen Rundkurs. Und Lisa Kromm, Sie ahnen es, mit so einer frühen Attacke wurde bei manch rasender Abfahrt dann auch eingeholt. Und rechts, ja, man kann sie fast verwechseln, gleiches Trikot, gleiche Mannschaft nämlich, aber eine Teamkollegin, die da attackiert hat, Lydia Wendka, ebenfalls Team Max Solar Rose. Das heißt, diese Mannschaft mit insgesamt 10 Fahrerinnen heute angetreten, die hat sich richtig was vorgenommen. So, und Claudia ist mittlerweile bei mir eingetroffen. Hallo. So, da ist der Rundkurs.
mit den beiden Hotspots. Der erste hier, Öfingen, und der zweite dann gleich in Asen. Dort nämlich Steigung bis zu 15%, aber Hotspots auch für die Fans. Bergwertungen, also 2 Stück pro Runde. Und nach der Anfahrt eben auf diesen Rundkurs musste das Feld insgesamt 4 Runden à 26 Kilometer zurücklegen. Das heißt 8-mal schwerste Anstiege. Und hier sieht man schon, wie sie sich umdreht, mal peilt, könnte das gut gehen. Das ist immer das Schicksal der Ausreiserinnen. Und da ist erstmal ein bisschen Waffenstillstand, weil man wusste natürlich, es sind noch viele, viele Kilometer. Übrigens bei Bedingungen so um die 25 bis 28 Grad. Hier geht es dann zur nächsten Bergwertung hoch. Und da sieht man schon, wie schwer ihr Tritt dann wird. Auch sie wird dann eingeholt vom Feld, in dem sich alle Favoritinnen noch befinden. Claudia, trotzdem ein Riesenauftakt von diesem Team, ne? Mit sehr viel Punch, aber auch sehr viel taktischem Geschick. Ja, richtig. Also sie haben ihre Stärke ausgespielt mit 10 Fahrerinnen am Start. Und klar, was muss man machen? Man muss attackieren und jemanden nach vorne schicken. Und es gab wirklich wenig Rennzeit, wo nicht jemand solo alleine vorne draußen war. So, da sind wir wieder bei der Bergwertung. Tolle Kulisse, begeisternde Zuschauer. Aber man sieht schon, das Feld kommt wieder näher ran. Ja, da hat sie es natürlich schon gesehen. Und bei diesen Bedingungen, der Wind ist nicht unbedingt so das Problem. Aber auch hier, sie nimmt natürlich erstmal eine Flasche an, weil die Sonne brasselt doch ganz ordentlich runter. Immer wieder das Zeichen, bitte die nächste Flasche, die Verpflegungskontrolle, die ist natürlich genau festgelegt, da wo man eben Getränke und vielleicht auch was zu essen mitnehmen kann, wieder aus den Händen der Betreuerinnen und Betreuer. Ja, so 2 Flaschen pro Rennstunde, ist das in etwa bei den heutigen Bedingungen notwendig oder ist das zu viel? Ich hätte tatsächlich jede Möglichkeit genutzt, um was anzunehmen und auch, wir haben es ja schon gesehen, man schüttet sich dann das Ganze gerne übers Trikot und über den Kopf als Kühlung, weil natürlich trinken und schwitzen ist die eine Möglichkeit, aber man kann ja auch die Feuchtigkeit von außen zuführen. So, da haben wir zum Beispiel auch einen kurzen Blick darauf, dass es hier in dieser Gegend wunderschöne Radwege gibt. Also man muss nicht unbedingt auf der Straße fahren, aber für die Radrennfahrerinnen wie hier Svenja Betz. Das ist die dritte, die attackiert hat aus dieser Mannschaft. Hose, wir sehen es auf der Rennhose rechts angebracht oder links vielmehr. Und sie hatte dann wirklich den erfolgreichsten Ausreißversuch, zwischenzeitlich 1,5 Minuten Vorsprung sogar. Aber natürlich wissen die Favoritinnen hinten, naja, wir lassen sie mal vorne ein bisschen rumturnen, ein bisschen austoben. Ja, und da zum Beispiel Liane Lippert im blauen Trikot mit dem weißen M vorne auf der Brust. Sie ist erstens taktisch total gut drauf, aber auch körperlich. Wie siehst du ihre Rolle? Sie ist ja Alleinstarterin, ja, sie hat keine Mannschaftskollegin. Das ist richtig, ja, tatsächlich. Sie ist Alleinstarterin. Was ihr entgegenkommt, ist, dass die Strecke extrem schwer ist und selektiv sein wird. Das heißt, sie hat schon auch die Möglichkeit, ein bisschen was passieren zu lassen und länger zu warten. Und da haben wir so einen Hotspot, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Also da sind Videoleinwände aufgestellt in Öfingen und Asen, da wird kommentiert. Die örtlichen Vereine haben für Getränke, für Verpflegungsstände gesorgt und das pusht natürlich, das kriegt man mit auf dem Rad. Oder du als ehemalige deutsche Meisterin und als Giro-Siegerin, wie wichtig ist das? Man saugt immer das Gefühl und die Atmosphäre von außen auf und das macht auch was mit einem als Fahrer. Natürlich kriegt man nicht das Ganze im Detail mit, aber man hat auf jeden Fall ein Gefühl dafür, wo man gerade unterwegs ist und mit welchem Flair man dort auch unterwegs ist. So, und da sieht man 2 der Top-Favoritinnen. Vorne Antonia Niedermayer und dahinter wieder Liane Lippert. Antonia Niedermayer hat gestern das U23-Einzelzeitfahren gewonnen, aber obwohl Nachwuchsklasse mit der Bestzeit, also schneller als Mieke Kröger bei den Frauen, immerhin Olympiasiegerin im Vierer.
Das war wirklich ein echter Raketenstart von Antonia Niedermayer. Wir durften das ja schon ein paar Mal aufblitzen sehen, was sie da zu leisten imstande ist. Und gestern hat sie da ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt. Und die werden wir mit Sicherheit noch weiter verfolgen hier beim Rennen. Jetzt erstmal die begeisternde Atmosphäre bei der nächsten Bergwertung. Svenja Beetz behauptet immer noch ihren vorderen Platz, aber da sieht man schon, jetzt wird weiter ernst gemacht. Also erstmal im blauen Trikot hinten dran, das ist Lisa Klein, ebenfalls Olympiasiegerin im Vierer, Weltmeisterin, Mannschaft des Jahres mit dem Vierer. Und vorne, das ist Franzi Koch. Richtig, genau, die beiden, die jetzt nicht die ausgemachten Bergfahrerinnen sind, aber ihr Heil in der Flucht suchen und wissen, dass sie frühzeitig was versuchen müssen, um da genug Abstand zwischen sich und die ja, Top-Bergfavoritinnen bringen müssen, damit sie das Ganze dann auch ins Ziel tragen können. Beide sehr starke Fahrerinnen, also schon auch wirklich einen Vorstoß, der ernst zu nehmen ist und wo auch wirklich die Gefahr besteht, dass die bis ins Ziel durchkommen könnten. Und ich meine, eine wie Svenja Beetz, da sehen wir sie gerade noch etwa 30, 40 Meter vor den beiden. Die hofft natürlich auf sowas, dass von hinten vielleicht zwei kommen oder vielleicht eine kleine Gruppe und dass die dann weitergeht, ne? Aber nicht unbedingt das ganze Hauptfeld. Wobei, das Hauptfeld ist schon ordentlich ausgedünnt nach dieser Zeit dann. Zwei kommen ist natürlich wirklich der absolute Goldweg. Wenn man zu dritt in der Spitzengruppe ist, bedeutet das, dass jeder am Ende eine Medaille bekommt. Natürlich, zu dritt wegzufahren ist immer noch mal was ganz anderes, als zu viert wegzufahren. So, da sieht man den Zusammenschluss. Also Dreierspitze, Franzi Koch, Lisa Klein, Svenja Beetz auf der Zielgeraden. Und da sind es jetzt noch zwei Runden, zwei schwere Runden. Macht knapp über 52 Kilometer. Das Hauptfeld da mit etwa einer Dreiviertelminute Rückstand. Also das ist schon ein dickes Loch. Aber auch hier sieht man, wie anspruchsvoll dieser Kurs ist. Also Erholungsphasen gibt es eigentlich gar keine. Man sieht es vor allem an der Fahrweise der Fahrerinnen, ja, wie sehr die kämpfen und wippen auch mit dem Oberkörper. Im Bild ist es oft schwer zu erkennen, wie steil es denn wirklich ist. Ich bin heute die Strecke ja selbst rumgefahren und es ist verdammt steil in den Steilstellen. So, da sieht man wirklich diejenigen, die auch was dagegen haben, dass die drei vorne wirklich wegkommen. Und da sieht man auch dann schon den Zusammenschluss wieder. Also hier beginnt das Rennen von neuem. Und wen sehen wir wieder vorne? Liane Lippert. Jetzt sind wir live drauf. Schauen Sie links oben. Genau noch 50,8 Kilometer die Distanz bis zum Ziel. Wir zählen durch. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, und da sind in der Tat viele Favoritinnen dabei, nicht mehr dabei. Mieke Kröger, das hast du ja schon vermutet, dass der Kurs einfach zu schwer ist für die Bahnspezialistin Mieke Kröger, die gestern aber, und deswegen wollen wir sie auch gleich noch mal zu Wort kommen lassen, die gestern ja den Titel gewonnen hat im Einzelzeitfahren der Frauen. Und sie hat ein Freudentänzchen gestern aufgeführt. Und da haben wir sie natürlich vor dem Start mal gefragt, wie wichtig ihr dieser Erfolg war. Mieke Kröger. Ich mag das Einzelzeitfahren sehr und ja, in den letzten Jahren hat sich, ich weiß nicht, hat es nie irgendwie so richtig gepackt. Und gestern ist es mal wieder richtig gut gelaufen. Und ja, wenn es dann für den Titel reicht, dann freue ich mich natürlich. Wie lange ging denn die Feier gestern Abend? Ach ja, bis 11, halb 12 oder so. Aber ich musste auch noch viel organisieren, logistisches und so. Also ich habe nur alkoholfreies Bier getrunken. Was bedeutet der Titel für die Berge heute? Nichts Gutes. Naja, also wie eben schon gesagt, die Nachbereitung nach dem Rennen gestern war ein bisschen dürftig. Ich habe zu wenig gegessen und hatte dann gleich das Zuckertief und fühle mich eigentlich auch noch gar nicht so richtig erholt. Und ja, die Spannung ist so ein bisschen weg. Aber ich schaue einfach mal Runde für Runde, wie es so geht. Tja, Runde für Runde ging es nicht so gut. Sie war dann doch relativ schnell abgehängt. Aber das, was man bei ihr raushört,
die Spannung war nicht mehr so da. Klar, so ein Erfolg, der ist erlösend. Sie hat darauf hingearbeitet. Sie darf jetzt bei allen Einzelzeitfahren international dieses berühmte Trikot mit den schwarz-rot-goldenen Brustringen darf sie tragen. Aber wenn die Spannung weg ist, ich glaube, dann sollte man fast gar nicht mehr in so ein Rennen gehen, oder? Tatsächlich, ich denke, bei ihr wäre die Motivation deutlich größer gewesen, wenn sie noch eine Teamkollegin hätte unterstützen können. Dann wäre vielleicht bei ihr selber auch noch mal mehr gegangen. Aber sie weiß natürlich, dass das nicht das Rennen für sie ist. Und ich kann es auch verstehen, wenn man sich auf was anderes konzentriert im Sport, auf eine ganz andere Disziplin eigentlich, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man hier jetzt nicht das Allerletzte rauskämpfen muss. Ja, trotzdem ein Wort zu diesem Vierer. Der ist ja mittlerweile fast schon legendär. Sie sind Olympiasiegerinnen geworden, Weltmeisterinnen, Europameisterin, Mannschaft des Jahres in Deutschland. Letztendlich für das Ansehen des Frauenradsports hat sie unheimlich viel geleistet, Mieke. Einen Riesenschritt, ja. Und sie ist natürlich auch ein Charakter, die total auf dem Boden geblieben ist. Eigentlich alle von diesen Fahrerinnen dort. Ich finde, das ist eine wirklich absolut schöne Geschichte für den deutschen Frauenradsport, ja. So, jetzt können wir richtig durchzählen. 2, 4, 6, 8, 10. Dankeschön an das ganze Team, das uns diese Bilder immer wieder liefert. Grandios. Also, so viel kann man schon sagen. Unter diesen Top 10 des Rennens wird sich die neue deutsche Meisterin oder alte deutsche Meisterin befinden. Liane Lippert ist ja immerhin die Titelverteidigerin. Und sie hat ja auch schon 2018 mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Eine, die schon seit 10 Jahren in verschiedenen deutschen Nationalmannschaften unterwegs ist. Also eine total erfahrene, die sowohl, glaube ich, taktisch wie auch körperlich das Maß der Dinge anstellt hier, oder? Ja, absolut. Also da ist wirklich Größtes zu erwarten. Und es sind tatsächlich jetzt hier in dieser Gruppe eigentlich alle Fahrerinnen alleine, außer das Team Canyon-SRAM. Die sind zu zweit und die haben da schon auch nochmal einen taktischen Vorteil. Und wenn wir schon dabei sind, dann wollen wir Liane Lippert auch gleich mal hören, weil natürlich alle Augen haben auf sie geschaut. Sie weiß, dass sie die Favoritin ist und sie weiß eigentlich, dass sie als Solokämpferin einen schweren Stand haben könnte gegen Teams, die mit 5 oder 8 oder 10 Fahrerinnen antreten. Und das meint sie zu diesem Kräfteverhältnis kurz vor dem Start in Donaueschingen. Ja, ich würde sagen, es ist ein schöner Belast, weil ich bin auch hier fast in der Heimat. Ich komme aus Friedrichshafen und es ist wie eine Heim-DM für mich. Und ich freue mich vor allem einfach wieder ein Rennen zu fahren, egal wie es heute ausgeht. Es wird eine Hammeratmosphäre hier. Ist die Familie da? Ja, auf jeden Fall. Die Familie ist da, der Verein ist da, Freunde. Und ja, ich werde es genießen heute. Wie wichtig ist es, das deutsche Meistertrikot wieder ein Jahr tragen zu können, international? Es wäre natürlich ein Traum und ich würde mich extrem freuen, es zu tragen zum dritten Mal. Wenn nicht, dann ist das Blau auch schön. Wir werden es sehen am Ende vom Tag heute. Noch sind wir exakt 44,1 Kilometer entfernt vom Ende, zumindest des Renntages. Für diejenigen, wie ist die Konstellation jetzt? Jetzt sind etwa 10 Fahrerinnen einigermaßen auf einem Level. Und wir sehen auch, Liane ist zwar alleine, aber es gibt Mannschaftskonstellationen trotzdem noch. Genau, ich hatte es gerade schon erwähnt, das Team Canyon-SRAM, die sind noch zu zweit und zwar mit Ricarda Bauernfeind und Antonia Niedermeyer. Die haben da auf jeden Fall einen Vorteil, sodass sie da auch noch mal was ausspielen können, jetzt wenn es Richtung Finale geht. Alle anderen sind tatsächlich auch alleine. Das heißt, das ist ja schon so eine Versammlung an Fahrerinnen, denen es irgendwie gleich geht. Ja, jeder möchte da, denke ich, gerne vorne bleiben, auch die Selektion, die jetzt schon herbeigeführt wurde, sozusagen halten, das verteidigen, was man schon erreicht hat und dann am Ende vielleicht noch mal was nach vorne versuchen. So, hier mit der Nummer 19 sehen wir am Ende dieser Spitzengruppe Linda Riedmann. Genau, aus dem Team Jumbo-Visma. Und natürlich, da gehen bei allen Radsportfans sofort die Antennen hoch. Ah ja, kennen wir doch aus dem Männerbereich. Das ist ein wirklich spektakuläres Team bei den Männern. Und man sieht viele
World Tour Teams bei den männlichen Profis haben mittlerweile auch Frauenmannschaften. Das Team Bora Hansgrohe leider noch nicht, ja, können wir gleich noch mal drüber diskutieren. Wie ebenbürtig ist der Frauenradsport da geworden? Ich glaube, natürlich, die Fahrerinnen haben noch viel, viel Boden gut zu machen. Trotzdem, viele gute Schritte sind mittlerweile schon, kann man schon sehen. Der Grundstock wurde schon vor langem gelegt. Ja, das Ganze ist immer wieder mehr und mehr gewachsen. Und tatsächlich ist in den letzten Jahren auch die Fernsehpräsenz deutlich gestiegen. Und das ist natürlich was, was das Ganze schon mal ordentlich nach vorne bringt. Und dann mit der Tour de France Femmes avec Zwift, die seit dem letzten Jahr mit dazu gekommen ist, ist noch mal auch ein richtiger Schritt nach vorne passiert und da ist noch mal ordentlich Schwung reingekommen. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt wieder, muss man sagen, eine Tour de France für die Frauen. Die Tour de France Femmes wird nach der Tour de France der Männer gestartet über insgesamt 8 Tage. Davor aber der Giro d'Italia am Ende dieses Monats, bei den Männern auch eine sogenannte Grand Tour, also die Tour de France, die Vuelta und der Giro sind die 3 großen Landesrundfahrten über 3 Wochen. Und dieses Renommee, man muss sagen, die Tour de France letztes Jahr zum Beispiel bei den Frauen erreichte in Frankreich selbst riesen Einschaltquoten. Millionen Menschen haben eingeschaltet, Einschaltquoten bis zu 45%. Geht's nach vorne, richtig nach vorne für den Frauenradsport? Richtig nach vorne, absolut. Was man tatsächlich bei den ganzen Gedanken nie vergessen darf, ist, das betrifft die Spitze. Das betrifft die absolute Spitze im Sport. Was wichtig jetzt ist, ist, dass sozusagen die Breite auch nachgezogen wird, ja? Damit genug junge Fahrerinnen nachkommen können. Und dort sind die Strukturen noch nicht so sehr gefestigt, wie es bei den Männern ist. Das heißt, das wird die große Herausforderung über die nächsten Jahre werden. Und ein Beispiel dafür ist auch, wo wir hier gerade sehen, dass Liane Lippert ernst macht. Ich glaube, jetzt drückt sie derart aufs Pedal, dass auch von der 10er-Gruppe nicht alle mehr folgen können. Und sie hat ja dieses berühmte M auf der Brust, Movistar, auch bei den Männern natürlich eine Marke. Und jetzt zieht sie alleine von vorne durch. Versucht natürlich die Gruppe so in einer Art Ausscheidungsfall, habe ich den Eindruck, kleiner und kleiner werden zu lassen. Genau, also sie ist jetzt da ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Über die Bergwertung gab es einfach eine kleine Konstellation, die davon gekommen ist. Und was macht man am besten? Nicht hinterherfahren und alle, die noch dran sind, mitziehen, sondern lieber einfach mit einem Hauruck nach vorne stoßen und sozusagen nicht so sehr den Windschatten bieten für die anderen, sondern erstmal da das Ganze aktiv gestalten und eher selbst einen Vorstoß nach vorne wagen. Dahinter im rosa Trikot, wenn ich das richtig sehe, Katrin Hammes vom Education First Team, auch das ist ja ein Ableger, ja, bei den Männern. Jonas Rutsch kennen wir in dieser berühmten Farbe, der immer wieder begeistert, und eben Antonia Niedermeyer. Ja, wir haben es gesagt, die wird ordentlich da fighten und Liane Lippert das Leben schwer machen. Die Fahrerinnen gerade in der Abfahrt. Das heißt, hier bringt der Windschatten auch wirklich viel. Wenn man es da jetzt verpasst hat, ist es super ärgerlich. Da heißt es wirklich, so schnell wie möglich die Lücke wieder schließen, dass man den Anschluss wieder hat. Die 25 ist Hanna Ludwig. Ihr Elternhaus Traben-Trarbach an der Mosel. Also kommt auch aus unserem SWR-Sendegebiet. Die 18 bei ihr. Leonie Laubig, die tatsächlich da jetzt für mich eine große Überraschung ist, dass sie es so weit nach vorne geschafft hat. Das ist wirklich eine Riesenleistung von ihr, die sonst international noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat. Und da ist es wirklich Spitzenklasse, mit den arrivierten Fahrerinnen mithalten zu können. So lange bis in die Strecke rein. Wobei die beiden, die wir gerade beschrieben haben, bilden jetzt wirklich den Schluss. Ganz hinten sehen wir die beiden noch, wie sie da versuchen, vielleicht noch mal nach vorne zu kommen. Also im Moment aus einer 10er-Gruppe ist die Konstellation geworden: 5 vorne, 3 auf der Verfolgung. Das sind gut 50, 60 Meter. Die werden wahrscheinlich jetzt wieder hinfahren. Wenn man eine Gruppe vor sich im Blick hat, dann kann man sich da sozusagen ranziehen. Aber die beiden anderen, also da habe ich wenig Hoffnung.
dass die das nochmal schaffen werden, weil der Kurs ist einfach zu anspruchsvoll. Und dann spielt der Wind natürlich auch nochmal eine Rolle, oder? Das ist das berühmte Ausscheidungsfahren, ja. Tatsächlich. Also man muss wirklich den Hut ziehen vor der Leistung, die sie bisher gebracht haben. Und hier in die ersten 10 reinzufahren bei der deutschen Meisterschaft ist ja schon ein Riesending. Und jetzt gilt es natürlich, das Ganze noch bis zu Ende zu bringen. Vielleicht schaffen sie es nochmal aufzuschließen, wenn hier vorne nochmal ein bisschen ruhiger gemacht wird. Aber irgendwann wird es um sie geschehen sein. Und dann heißt es wirklich, den Abstand nach hinten auch zu verteidigen. So, Ricarda Bauernfeind ist, glaube ich, im Moment hinten in der Dreiergruppe. Versucht, da wieder vorzukommen, wenn wir es richtig gesehen haben. Und sie war gestern ein bisschen enttäuscht beim Einzelzeitfahren, denn sie schaffte es nicht aufs Podium, hat aber auch unter Knieproblemen zu leiden. Und Knieprobleme, die wirklich durch eine ganz blöde Situation entstanden sind, hat sie uns auch kurz vor dem Start erzählt. Ja, ich bin vor 3 Wochen, habe ich mich ziemlich unglücklicherweise am Frühstückstisch an der Kante gestoßen. Und es hatte dann Auswirkungen, dass ich eine Schonhaltung eingenommen habe und dann kam es zu Entzündungen und so weiter. Und dann letzte Woche in der Schweiz bin ich nochmal aufs gleiche Knie gefallen. Es hat mich einfach viele Ruhetage gekostet und ich hoffe einfach, oder ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt hier starten kann und ja, schau, wie weit mich dann mein Knie trägt. Was heißt das dann für die Favoritenrolle? Liegt die eher bei den anderen als bei Ihnen? Ja, jetzt schon. Ja. Ein bisschen tief gestapelt trotzdem, wenn man jetzt den Rennverlauf so anschaut. Aber ganz klar, wenn das Knie zwickt, ist das auch etwas, was im Kopf was bewegt, oder? Ja, das ist das Schlimmste, was einem als Fahrerin passieren kann, dass man sich nicht mehr weiß, wie sehr man sich auf seinen eigenen Körper verlassen kann. Das verunsichert einen natürlich auch. Aber ich muss sagen, sie hält sich hier extrem gut. Von außen betrachtet würde ich sagen, alles läuft gut. Sie ist hier mit Antonia Niedermayer immer noch zu zweit, musste jetzt auch gerade nichts machen. Wir sehen gerade tatsächlich auf dem Bild auch, dass es hier den Zusammenschluss wieder gab. Die anderen beiden, die mit ihr zusammen hinten waren, haben sie wieder rangeführt. Ihre Teamkollegin war ja vorne, das heißt, sie konnte sich da auch gemütlich zurücklehnen sozusagen. Und jetzt baut sich hier auch wirklich die Spannung auf. Diese Gruppe, die kommt jetzt in die sogenannte Achterbahn in Asen, wo es wirklich rauf und runter und rauf und runter geht und nochmal ein ganz anspruchsvoller Streckenabschnitt hier jetzt kommt. So, also Ricarda Bauernfeind und Antonia Niedermayer sind die beiden einzigen, die so etwas wie eine Mannschaft darstellen. Also die könnten natürlich dann taktisch versuchen, ab und zu, zumindest wenn die Beine es wollen, Attacken zu fahren und die anderen in Zugzwang zu bringen. Wir haben gerade die Knieprobleme angesprochen. Heutzutage, wo wir jetzt gerade Liane Lippert nochmal sehen, mit ihrem markanten Zopf, hinten unterm Helm raus, die Nummer 1 als Titelverteidigerin natürlich. Auch der Frauenradsport hat sich natürlich enorm entwickelt. Ja. Gerade was die wissenschaftliche Begleitung auch des Trainings angeht. Mittlerweile geht es nicht mehr nur darum, Kilometer zu schrubben, sondern in welcher Form wird da noch gearbeitet. Klar, es geht um die Qualität der Kilometer. Wie gestalte ich so ein Training? Wie setze ich Erholungsphasen? Wie setze ich auch Rennen sozusagen zum Formaufbau ein? Das war immer mein liebstes Instrument. Mir fiel es immer leichter, im Rennen intensiv zu fahren und das Ganze nicht alleine machen zu müssen. Es gibt einen großen Zuwachs an verschiedenen Instrumenten. Ich denke, eine große Herausforderung besteht darin, dass man wirklich trotz der Vielzahl an Möglichkeiten für sich individuell den Weg findet, was am besten funktioniert, mit seinem Trainer auch zusammen. Für mich persönlich war diese ganze große Entwicklung mit Wattzahlen und großer Kontrolle nicht das Richtige. Ich habe mich lieber auf mein Gefühl verlassen, bin damit auch gut gefahren und gut zurechtgekommen. Ich glaube, man darf sowas nicht vergessen, wenn man von Professionalität spricht. Professionalität heißt nicht nur Zahlen verfolgen, sondern eben eine Kombination aus Zahlen und Gefühl. Und es müssen immer Kopf und Körper zusammenspielen, um Bestleistungen rauszuholen. Auch die begleitende Technik ist ja immer
immer raffinierter geworden, wo wir jetzt hier gerade sehen, dass die beiden, nämlich Hanna Ludwig und Leonie Laubich, verzweifelt versuchen, das Loch doch wieder zuzufahren. Wobei Hanna Ludwig den stärkeren Eindruck macht von vorne, rein von der Körperhaltung. Hanna Ludwig von der Mosel, Traben-Trarbach, die schon wirklich große Rennen gefahren hat und eines der wirklich feinen Talente im Land gilt. Ich habe gerade die technische Entwicklung auch angesprochen, weil es vergeht ja kein Kilometer mehr, wo nicht die eigenen Leistungsdaten aufgezeichnet werden, quasi im kleinen Computer gespeichert werden. Und sobald man das Rennen beendet hat oder das Training, loggt man sich ein ins Teamportal, dann der Coach, der Trainer, der Physio, was weiß ich, die haben dann auch Zugriff drauf. Ist das der gläserne Athlet, den der Trainer möchte? Ja, ich glaube, es ist eine Riesenmöglichkeit, tatsächlich dann von außen auch Sachen sehen zu können, das auch objektiv sehen zu können. Es ist, wird meistens davon abgeraten, sozusagen Fahrer untereinander zu vergleichen, aber es ist ein riesen wertvolles Instrument, sich selbst ins Verhältnis zu setzen. Das heißt, wenn man über mehrere Saisons Daten gesammelt hat, dann kann man sich wirklich gut einschätzen, wie war es damals, wie ist es jetzt? Und auch im Formaufbau das Ganze zu vergleichen und nach vorne zu bringen, ist sehr wertvoll. Und damit natürlich auch eine Möglichkeit, vor Übertraining, vor Überlastung zu schützen. Ja? Weil die Trainingssteuerung, und wieder sagt man heutzutage die Belastungssteuerung, die kann natürlich sehr individuell gestaltet werden. Habe ich gerade gestern wieder mit einem Profi unterhalten, der sagt hat, ja, ich habe meinen Trainer schon lange nicht mehr gesehen. Aber trotzdem weiß er ganz genau, wie es mir geht. Er kann das individuell anpassen. Aber am Ende, das weißt du ganz genau, natürlich auch als Ex-Rennfahrerin, als deutsche Meisterin, am Ende muss der Rennfahrer, die Rennfahrerin auch nach dem eigenen Körpergefühl entscheiden. Genau so ist es. Ohne Gefühl kein Rennfahrer. Wird es nicht geben. Also tatsächlich im Straßenrennsport ist so wichtig, auch zu reagieren. Ja? Es ist was ganz anderes, ob man alleine jetzt, ich nehme einfach als Beispiel, 42 Kilometer rennen würde oder ob man eben wirklich taktisch unterwegs ist und auch mit einer Mannschaft. Man muss die Lockerheit im Kopf immer behalten und damit klarkommen. Wie fühle ich mich? Wo gehe ich über meine Grenze? Oder, ja, oder wo halte ich mich auch aktiv zurück und lass was passieren? Kurzer Überblick. Noch 34,9 Kilometer bis zum Ziel. Sprich, eine Zieldurchfahrt noch und dann eine weitere komplette Runde, wo es jetzt gleich wieder nach oben geht. Die achtköpfige Spitzengruppe besteht aus Antonia Niedermeyer, Katrin Hammes, Liane Lippert, Clara Koppenburg, Ricarda Bauernfeind, Lea Lind-Teutenberg, auch ein sehr, sehr bekannter Name auf vielen Ebenen, aus vielen Generationen, die Teutenbergs. Dann haben wir Linda Riedmann im gelben Trikot und Romy Kaspar. Also, letztendlich die meisten Favoritinnen sind mit dabei. Sind mit dabei und warten so ein bisschen ab, oder? Für mich spannt sich jetzt wirklich der Spannungsbogen und ich freue mich drauf, wenn hier jetzt dann auch die Aktionen nach vorne kommen, weil irgendwann jetzt im Finale werden die ja kommen müssen. Also wir werden noch drei Bergwertungen haben und ich glaube, keiner wettet gegen uns, wenn wir jetzt sagen, einen Achtersprint wird es nicht geben. Also ich glaube, da wird noch sehr viel mehr passieren unter diesen acht. Und da bin ich auch total drauf gespannt, wie das am Ende auf der Zielgeraden in Bad Dürrheim dann ausgehen wird. Ich habe mich gestern mit André Greipel unterhalten, weil ich die Strecke da nämlich noch nicht gesehen hatte. Für alle, die ihn nicht ganz so gut kennen, André Greipel, der mittlerweile die Verantwortung für die Männer übernommen hat, für den Bund Deutscher Radfahrer. Manche sagen Bundestrainer, aber so sieht er sich nicht, sondern er ist so ein bisschen logischerweise dann der Nominierer, der Manager, wenn es zu Großereignissen mit der Nationalmannschaft geht. Ja, selbst bitte. Legendärer Sprinter absolut, gewesen natürlich. Absolut. Ja. 11 Tour de France-Siege. Absoluter Fuchs im Radrennen, genau. Und er meinte zu mir gestern, ja, du hast die Strecke noch nicht gesehen, aber ich kann dir jetzt schon sagen, da kommt jeder einzeln an.
gesagt, ja. Also sein Ding wäre das nicht gewesen. Das war seine Einschätzung. Ja, vermutlich schwierig, ja. Wie hat Liane Lippert gesagt, es ist ein Klassikerkurs. Das fand ich eine tolle Bezeichnung dafür, weil gerade wenn wir uns die Frühjahrsklassiker anschauen, die in Belgien gefahren werden zum Beispiel, wo auch eine Steigung die andere jagt, nicht sehr lange, aber giftig und steil und dann die nächste Abfahrt mit anspruchsvollen Kurven. Ja, also dann hat sie damit absolut recht gehabt und natürlich hat sie sich da auch entsprechend darauf eingestellt. So, die verzweifelte Jagd der beiden, Hanna und Leonie. Nochmal Flasche weg, neue Flasche dazu. Schöne Studie von vorne. Man sieht gut, dass die ein hartes Tempo fahren, aber eben noch nicht so richtig die Attacken gesetzt haben. Da wartet man natürlich auf Steilstücke, wo man dann auch wirklich den Unterschied machen kann. Und das ist genau das, diese vielen Rhythmuswechsel. Jetzt sind sie schon wieder in der Abfahrt. Und es geht wirklich jetzt wieder einfach scharf rechts um die Kurve. Und dann steht man schon wieder in der nächsten Rampe in Asen. Ich habe den Eindruck, gerade rechts hinten Liane Lippert in der Mitte und die beiden Antonio Niedermayer und Ricarda Bauernfeind, die haben die so ein bisschen in die Überwachung genommen. Ne? Beide am Hinterrad von Liane. Ich glaube, die rechnen jeden Moment damit, dass Liane Lippert nochmal attackiert, nochmal ernst macht. Ja, jetzt ist die Anspannung groß. Absolute Aufmerksamkeit natürlich. Nur noch 33 Kilometer. Ja. Katrin Hammes macht für mich einen sehr starken Eindruck. Die fährt auch viel von vorne, hat ja auch schon sehr fleißig die Bergpunkte gesammelt. Natürlich auch eine Fahrerin, der so eine Strecke liegt. Die hat auch gestern das Zeitfahren ausgelassen, wie auch übrigens Liane Lippert, und wollte sich absolut auf dieses heutige Straßenrennen konzentrieren, weil sie eben einfach wissen, dass das genau das ist, was ihnen liegt. Also das vorletzte Mal, die Fanzone, die Bergwertung in Asen, einem Stadtteil von Donaueschingen. Ja, ist erstmal nichts passiert. Also da muss man sagen, Rick und Kai Sauser, die beiden Brüder, die diese deutsche Meisterschaften übernommen haben als Ausrichter vom Bund Deutscher Radfahrer. Die haben wieder ganze Arbeit geleistet mit ihrem Team. Und dieses Team ist riesig. Alleine solch eine Streckenführung so sicher wie möglich zu machen. Wir haben schon darüber diskutiert, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber so sicher wie möglich. Man braucht alleine knapp über 400 ehrenamtliche Menschen, die sich an den Ein- und Ausfahrten entlang der Strecke postieren. Die kommen hier aus den Vereinen, Freiwillige, Freunde, Freundinnen, die sich dazu bereit erklären, selbst die kleinste Ausfahrt dann noch mal zu kontrollieren, damit ja auch kein PKW in so eine Situation da reinfährt zum Beispiel. Das könnte fatale Folgen haben. Natürlich. Gerade wenn es um Häuserecken rumgeht und man ja die Sicht nach vorne nicht hat, da darf einem kein Auto oder auch kein Hund oder Zuschauer oder irgendjemand entgegenkommen. Da ist wirklich wichtig, dass nichts auf der Straße unterwegs ist. Und hier in dieser Szene sieht man, was Liane Lippert für eine tolle Rennfahrerin ist. Einfach auch technisch. Ne? Die hat jetzt einfach mal, ohne groß auf die Pedale Gas zu geben, hat jetzt in der Abfahrt laufen lassen, um die Kurven rum, und hat 30 Meter zwischen sich und die sieben anderen gelegt. Und das müssen die anderen jetzt erstmal wieder investieren. Ne? Ja, das schenkt sie ihnen jetzt nicht zurück. Natürlich bleibt die da jetzt auch mit Power auf dem Pedal stehen. Und hinten muss man auch zufahren, da ist jetzt auch ganz eindeutig, das Team Canyon SRAM unter Zugzwang, das sind eben genau diejenigen, die noch zu zweit sind. Das heißt, alle anderen würden sagen, gut, ihr müsst jetzt hier erstmal eure positiven Karten sozusagen ausspielen. Wir sind alle alleine, ihr seid zu zweit, ihr müsst das Loch auch schließen für uns. Und es ist ja so ein bisschen der mentale Fingerzeig. Ne? Seht her, ja, traue ich mir zu, ich fahre auch mal vorne vor euch her, kommt erstmal wieder. Und dann mache ich es nächste Mal noch mal ernst, so ungefähr. Ne? Also im Moment ist sie physisch wie psychologisch absolut dominant.
Ja, und eine clevere Geschichte eigentlich. Ja, jeder wartet an den Anstiegen da drauf, was passiert. Und sie hat einfach an der Abfahrt mal so, ja, so Meter um Meter dann auch gewonnen nach den Kurven. Und dann jetzt hat, ja, man denkt so ein bisschen, vielleicht nimmt sie da nochmal raus von hinten, spekuliert man da vielleicht auf drauf. Aber nein, das tut sie nicht. Sie bleibt da jetzt wirklich hart auf dem Pedal. Im Rennfahrerjargon hätte ich gesagt, sie wanzt sich davon. So fast unsichtbar, wie sie sich da aus dem Staub macht. Ja, und viele Fans bewundern einfach auch ihren Stil. Sie sitzt elegant auf dem Rad. Ja, auch das sieht man. Aerodynamische Haltung, auch sowas wird ja geübt, wird geschult. Ja? Wie kann ich kräftesparend einfach mal laufen lassen, rollen lassen? Und die anderen müssen nachlegen. Die anderen müssen, und da ist, ja, es ist so eine gewisse Einigkeit da, aber wenn man tiefer reinschaut, dann ist da nicht so, ja, nicht so die letzte Konsequenz da im Zufahren von der Lücke. Und guck mal, da sind jetzt schon ordentlich Meter dazwischen gekommen. Ein bisschen wundert es mich, muss ich sagen, dass gerade Antonia Niedermayer und Ricarda Bauernfeind das so ein bisschen zulassen. Es sei denn, sie sagen, Silber ist auch super und Liane ist heute nicht zu schlagen. Wie schätzt du es ein? Nein, das werden sie nicht. Man fährt immer um den Sieg, ja. Das darf man nicht machen. Tatsächlich, ja, also so groß, wie die Lücke jetzt schon geworden ist, ist die Entscheidung dann möglicherweise auch wirklich final, wenn man sagt, wir opfern jetzt auch eine komplett, die mit Hauruck das Ganze zufahren muss. Und die ist aber danach natürlich so kaputt, dass die dann auch raus ist erstmal und man mit ihr nicht mehr planen kann. Und das möchte man natürlich nicht. Es sind ja trotzdem noch knapp 30 Kilometer bis ins Ziel. Es wäre schon schön, diesen Vorteil sich noch länger zu behalten, zu zweit zu sein. Aber irgendwann muss man dann auch eine Entscheidung treffen. So, hier sehen wir mit der Nummer 5 eine total interessante Rennfahrerin, Clara Koppenburg vom Cofidis Women Team. Ja, Cofidis ja auch bei den Männern. Eine ganz große Marke, Max Walscheid, der Neuwieder, der in Heidelberg lebt, oder Simon Geschke, ja, der ist Botschafter dieser deutschen Meisterschaft. Aber hier, klar, die Nummer 1 von Liane Lippert könnte eine 1 mit Sternchen werden, wenn das so weitergeht. Ich glaube, im Moment des Wegfahrens hatte sie noch nicht diese Entschlossenheit, wie sie sie jetzt hat. Jetzt weiß sie, sie hat jetzt diese Lücke aufgerissen. Ja. Wo es ihre Chance ist, das Ganze auch bis ins Ziel zu tragen. Und die hat sich jetzt klein gemacht auf ihrem Fahrrad und ist da wirklich konzentriert unterwegs. Und schau mal, hier hinten, das ist eine ganz andere Körpersprache. Da wird geguckt, rechts und links. Man fährt schon, man lässt nicht nur rollen. Aber man hat nicht die gleiche Anspannung im Körper, wie vorne Liane Lippert hat. So, das sieht man jetzt von oben. Früher hat man gesagt, das ist der belgische Kreisel, also so ein bisschen rein-rausfahren, sich immer wieder abwechseln in der Führungsarbeit, um sich dann im Windschatten der anderen ein bisschen auszuruhen. Also das ist jetzt schon ein Abstand, der wird sehr, sehr schwer einzuholen sein, zumal sich Liane Lippert in einer bestechenden Form befindet. Hat jetzt hier auch einen eins der wenigen kurzen Flachstücke, wo sie sich gerade befindet, wo es wirklich top ist, wenn man seinen Rhythmus findet, das Ganze durchzieht und da man auch sein eigenes Tempo fahren kann, bevor es wieder in den nächsten Anstieg reingeht. Und hinten natürlich, da liegen dann die Nerven blank. Ja? Ja. Man wartet sozusagen auf den nächsten Anstieg, um da nochmal eine Hauruck-Aktion nach vorne machen zu können, muss aber trotzdem so weit kooperieren im flachen Stück, damit der Abstand nicht zu groß wird. Also es ist jetzt schon auch wirklich Handeln gefragt. So, das sieht man nochmal mit dem Cofidis-Schriftzug. Clara Koppenburg, geboren in Lörrach, also auch sowas wie eine Lokalmatadorin hier. Und hier die Absprache von Leonie Laubich mit ihrem Teamchef im Mannschaftswagen. Weil Funk ist ja nicht erlaubt. Ne? Ist, also quasi die Fahrerinnen müssen auf das eigene Körpergefühl, das taktische Gefühl achten. Am Mannschaftswagen, am Fenster kann man sich natürlich mal absprechen.
zu gewissen Zeitpunkten ist dann auch das Reichen zum Beispiel von Getränken, von der Flasche dann nochmal erlaubt. Und hier Liane Lippert, 2016 schon Weltmeisterin bei den Juniorinnen, deutsche Meisterin am Berg, was ihre Kletterfähigkeiten natürlich schon damals bewiesen hat. Mit 18 Jahren hat sie schon die Bundesliga-Serie gewonnen. Also das ist eine Championess, würden die Franzosen sagen. Und so elegant, wie sie da auch von vorne zu sehen ist. Also ist eine Augenweide. Und das können wir auch jetzt genießen bei der vorletzten Zieldurchfahrt. Das bedeutet noch eine Runde, knapp über 26 Kilometer hier auf der Salinenstraße von Bad Dürrheim. Bad Dürrheim ist ja auch so ein bisschen das Mekka aller Hobby-Radrennfahrer und ambitionierten Radrennfahrerinnen. Beim Riderman im September ist es wieder soweit. Warst du schon mal dabei? Ich selber war noch nicht dabei, aber es ist eine Wahnsinnsveranstaltung hier. Ja, kann man nur empfehlen. 3 Tage lang. Man kann an einem Tag starten oder 3 Tage hintereinander. Verschiedene Klassen, verschiedene Strecken. Also ein Happening des Radsports. Lohnt sich allemal, nach Bad Dürrheim zu kommen. Die berühmte Glocke, letzte Runde, auch für die Verfolgerinnen. So, und 35 Sekunden Rückstand. Eieiei, das ist schon ein ordentliches Polster, das man ihr hier jetzt gewährt hat. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, hinten hat man sich noch mal besser zusammengerauft. Da ist jetzt mittlerweile mehr Einigkeit aufgekommen. Es ist noch nicht vorbei. Clara Koppenburg hier jetzt von vorne. Mit der hatte ich auch tatsächlich heute früh noch die Chance zu sprechen. Die hat mir gesagt, dass sie gestern mit ihrem Podiumsplatz bei der Deutschen Zeitfahrmeisterschaft schon ihre Erwartungen absolut übertroffen hat. Und alles, was jetzt kommt, ist nur noch Bonus, meinte sie. Ja, und jetzt fährt sie hier wieder in ein Riesenrennen. Und ich traue ihr da heute auch viel zu. Also da ist schon durchaus noch mal ein Podium möglich. Clara Koppenburg ist wirklich eine ausgesprochene Bergfahrerin. Sie hat mir auch gesagt, eigentlich hier die Anstiege auf dem Rundkurs, die sind ein bisschen kurz für sie. Ja? Weil sie hat zum Beispiel mal sowas gewonnen wie die Mont Ventoux Challenge. Und jeder, der diesen legendären Berg in Frankreich mal bezwungen hat, der weiß, was man da in den Beinen haben muss, damit man da als Erste auf dem Mont Ventoux oben ankommt. Also sie... Übrigens erst seit 2 Jahren Profi, eigentlich noch gar nicht so lange für ihre Klasse. Ja, war davor auch noch mal bei anderen Mannschaften unterwegs. Sie ist schon eine arrivierte Fahrerin im Profi-Peloton, hatte nur tatsächlich nie so die eigenen richtig großen Erfolge. Einmal tatsächlich schon, das war die Settimana Valenciana, die sie gewonnen hatte. Und sonst war sie aber meistens im Dienst der Mannschaft unterwegs. Und da ist dann immer schön, wenn man die Fahrerinnen dann auch einzeln unterwegs sieht sozusagen und sie ihre Chance haben, hier jetzt bei der Deutschen Meisterschaft nur an sich zu denken. So, wir hatten gerade noch gesehen, die Zieldurchfahrt von Leonie Laubich und Hanna Ludwig. Die sind mittlerweile 2,5 Minuten hinten dran. Also der Zug, so leid es uns tut für die beiden, ist abgefahren. Die kommen nicht mehr nach vorne. Und die Verfolgergruppe hat sich auch um eine Position reduziert. Denn Linda Riedmann vom Team Jumbo-Visma hat den Anschluss verloren. Also aktuelle Rennsituation. Nach genau 3 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden. Liane Lippert alleine vorne. Das war sehr schön. Sie hat gerade mal gefragt, den Kameramann, wie viel Vorsprung sie denn hat. Jetzt bekommt sie es auf dem Begleitwagen noch mal bestätigt. 45 Sekunden mittlerweile Vorsprung, wo sie in die nächste langgezogene Steigung hinter Bad Dürrheim geht. So, hinter Liane Lippert dann 7 Fahrerinnen. Romy Kasper, Clara Koppenburg, Katrin Hammes, Antonia Niedermeyer, Lea Lind-Teutenberg und Ricarda Bauernfeind. Dann Linda Riedmann, 1,5 Minuten dahinter, auch keine Chance mehr auf einen Podiumsplatz. Und dann eben die 2, Leonie Laubich und Hanna Ludwig.
Wir haben bei den Männern, bei den Profis eine Entwicklung in den letzten Jahren beobachtet, dass immer mehr junge Fahrer schon in der Lage sind, große Rundfahrten oder Klassiker zu gewinnen. Was ist der Grund? Ich denke, es ist ein ganz großes Bestreben, die jungen, aufstrebenden Talente auch wirklich früh zu verpflichten. Jedes Profiteam hat da auch eigene Scouts, die sie in die Weltgeschichte rausschickt und schon ganz früh dann die jungen Talente abgreift, sozusagen. Es gibt tatsächlich trotzdem aber noch beide Möglichkeiten. Also es gibt so dieses eine Beispiel, dass man wirklich ganz, ganz früh schon reinkommt und dann früh verpflichtet wird und dann auch wirklich schon große Erfolge feiern kann. Es gibt aber trotzdem immer noch auch den klassischen Weg sozusagen über die U23 zu gehen, wo man nochmal mit den jüngeren Fahrern sich misst, bevor man dann in die große Riege aufsteigt. Vingegaard wäre dann ein prominentes Beispiel. Der hat tatsächlich auch wirklich lange gebraucht, um in der Top-Weltspitze anzukommen und gewinnt dann eben die Tour. Einfach mal so. So, eine weitere Flasche für Liane Lippert mit der Doppel-1. Ja, rechts und links für die Kampfrichter und natürlich auch, Zielfotoentscheid werden wir heute nicht sehen, glaube ich. Und auch die 1 immer am Rahmen nochmal festgemacht. Ja, also die Temperatur geht jetzt schon in den hohen 20er-Bereich. Katrin Hammes von vorne, dahinter sehen wir. So, da haben wir gerade von ihr das Kopfschütteln gesehen. Denn sie bekommt natürlich immer das Angebot, was mitzunehmen, Kopf geschüttelt. Also zieht der Betreuer sozusagen den Arm mit der bereitgehaltenen Flasche zurück. Das muss jede für sich entscheiden. Ja, das Lea Lindteutenberg, die jetzt die Flasche nimmt. Ah ja, schau mal, die hat ja auch so einen Eisbeutel, genau, im Damenstrumpf. Den wird sie sich jetzt wahrscheinlich hinten ins Trikot stecken, genau, oder? Genau, das ist so wirklich schöne Erfrischung, die man da kriegen kann, die dann natürlich so langsam schmilzt und einfach auch Wasser abgibt. Jede feuchte Stelle am Körper bringt Kühlung. Ich hätte mir tatsächlich als Fahrerin ununterbrochen Wasser über den Kopf geschüttet. Im Zweifel auch ein isotonisches, klebriges Getränk. Ist es schon öfter vorgekommen, dass ich danach mit komplett verpappten Haaren ins Ziel gekommen bin. Aber jede Kühlung ist herzlich willkommen. So, Liane Lippert auf einer Mission. So, und dieses Bild wunderbar, um zu sehen. Ja, oben am Rahmen, an den Felgen, keine Bremse mehr. Ja, okay, jahrzehntelang war das einfach so, sondern natürlich links am Hinterrad die Scheibenbremse, vorne genauso, hinten rechts logischerweise die Ritzel, also der Zahnkranz. Es gab ja mal so eine Übergangsphase, wo einige Teams immer noch auf Felgenbremse gesetzt haben, einige auf Scheibenbremsen. Und das hat dann, vor allen Dingen, als es geregnet hat, hat es dann zu wirklich gefährlichen Situationen geführt, weil die mit Scheibenbremse waren viel schneller quasi zum Stehen gekommen als die anderen. Aber im Moment, glaube ich, sind sich alle einig, Scheibenbremse ist das Nonplusultra, oder? Da geht nichts mehr. Scheibenbremse bringt tatsächlich ein deutlich besseres Bremsverhalten, vor allem wenn es nass ist. Und ich finde, es gibt noch einen weiteren Vorteil, wo ich wirklich sagen muss, das hätte ich in der Form nicht erwartet, aber durch die Steckachse rollt das Fahrrad auch einfach besser, wie wenn das Ganze geklemmt ist. Das ist wirklich nochmal ein Unterschied. Und das war ja längere Zeit auch so, so mit ein Thema, eine Steckachse bringt einfach nochmal mehr Gewicht mit sich. Möchte man das? Schafft man das noch, dass man dann wirklich auch ein Fahrrad so leicht bringt bis zur Grenze, wie man es überhaupt auch fahren darf? Oder hat man einfach einen größeren Nachteil dadurch, dass da ein paar Gramm noch mal mehr dran sind? Aus heutiger Sicht muss man sagen, man nimmt diese paar Gramm mehr gerne in Kauf. Ja, auch die elektronische Schaltung hat ja ein paar Gramm mehr gebracht, ne? Aber letztendlich den Komfort auf dem Rad deutlich erhöht. Es sei denn, man hat vergessen, den Akku aufzuladen für die Schaltung. Das war dann schon manchmal fatal, oder? Das ist mir auch schon passiert, ja, natürlich. Das ist gut, wenn der Teammechaniker da für einen mitdenkt und man sich nicht kümmern muss. Aber zu Hause ist mir sowas auch schon passiert. Und tatsächlich war ich da recht bergig unterwegs in Italien. Das war dann eher weniger angenehm.
Die Steckachse hast du gerade angesprochen, wo wir sie gerade noch mal sehen, ne? am Hinterrad. Das bedeutet also, für alle, die noch kein Fahrrad auseinandergenommen haben, früher gab es ja die berühmten Schnellspanner. Einfach Rad raus, neues Rad rein, Schnellspanner und sofort konnte man wieder losfahren. Heute die Steckachse, die ist geschraubt. Also die muss man entweder mit einem kleinen Akkuschrauber oder eben mechanisch mit der Hand muss man die losschrauben. Dauert ein bisschen länger, deswegen haben viele Mannschaften denn auch für die Spitzenfahrerinnen oder Spitzenfahrer, morgen bei den Profis, das komplette Rad auf dem Mannschaftswagen oben, je nach Rennsituation, wird dann halt viel schneller, manchmal die ganze Maschine dann gewechselt, statt eben mit der Steckachse vielleicht ein paar Sekunden mehr zu verlieren. Aber wenn das Rennen ein bisschen ruhiger läuft, wechselt man nach wie vor die Laufräder. Es ist meistens eher so, dass man sieht, dass die komplette Maschine gewechselt wird. Das hängt ein bisschen auch davon ab, welche Stellung der Fahrer in der Mannschaft hat. Das heißt, der Teamkapitän oder der Fahrer, um den es am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit gehen wird, hat dann auch das Fahrrad dort auf dem Dachgarten, auf dem Auto montiert, wo der Mechaniker das am schnellsten runterholen kann. Und natürlich stehen dann von Teamkolleginnen die nicht so weit vorne im Ranking sind, die Maschinen sozusagen in der Mitte vom Dach, wo man eventuell sogar noch mal andere Fahrräder erst runterbauen muss, bevor man dann an das gewollte Fahrrad rankommt, dann ist es natürlich schneller, nur das Laufrad zu wechseln. In der Tat ist das bei einigen Teams, vor allen Dingen der zweiten und dritten Kategorie, der Fall. Die Profi-Rennstelle, weiß ich mittlerweile, die haben sich komplett neue Aufsätze bauen lassen, wo sie dann schneller auch selbst an diese Rennräder kommen, die in der Mitte aufgestellt sind. Die brauchen nur noch quasi einen Teil wegklappen und dann rollen die Räder denen sozusagen fast schon entgegen. Also das ist eine irre Konstruktion und die gesamten Aufbauten auf den Mannschaftswagen mussten ja übrigens nach den mit den neuen Bremsen mussten die auch neu gebaut werden, da die ja eine ganz andere Abmaße haben. Also da hat sich unheimlich viel getan. Jens Zemke, der Mannschaftsleiter von Bora Hansgrohe, der morgen in das Rennen der Profis gehen wird, der hat gesagt, ach, ich habe gedacht, vor 20 Jahren sei das Rad schon ausgereift und wissenschaftlich zu Ende untersucht, aber nee, jedes Jahr findet wieder was Neues statt. Übrigens auch die Reifen sind wieder ein bisschen breiter geworden, ne? 28 ja. Millimeter wird oftmals gefahren in der Breite. Genau, tatsächlich. Also auch hier heute gibt es einige Streckenabschnitte, die nicht besonders gut rollen, wo wirklich ein bisschen ein rauerer Untergrund ist, ein bisschen der Teer an sich mehr Rauheit hat und ein bisschen Löcher sind. Und da rollt auch wirklich nachweislich nach Tests so ein breiterer Reifen mit etwas weniger Luftdruck schneller als früher das, was man dachte, so schmal und hart aufgepumpt wie möglich. So, die beiden im Gespräch. Ja, was haben Sie vor? Ricarda auf der linken Seite, Ricarda Bauernfeind und Antonia Niedermayer auf der rechten Seite. Antonia Niedermayer haben wir schon übers Rennen hinweg immer wieder auch vorne im Wind viel gesehen, was für mich dafür spricht, dass sich Ricarda Bauernfeind auch gut fühlt, wenn sie ihre Mannschaftskollegin da auch die Arbeit verrichten lässt. Ich bin gespannt, was da jetzt auch noch kommt. Der Abstand nach vorne ist natürlich groß, auch wenn diese Gruppe schon mit recht gleichem Anteil auch durchrollt. Also die verteilen sich hier die Nachführarbeit schon auch fair und gerecht. Aber natürlich hilft das alles nichts, wenn man die Lücke nach vorne nicht mehr schließt. Man muss dann schon irgendwann auch diesen Geschwindigkeitsüberschuss auf die Straße bringen. Zweimal war sie Vierte bei der WM, Liane Lippert. Jedes Mal für mich mit absoluter Gänsehaut. Sie hatte immer echt große Chancen, da eine WM-Medaille abzugreifen. Ich erinnere mich an letztes Jahr, wo sie wirklich kurz vor der Ziellinie da nochmal um ihre Möglichkeit gebracht wurde. Sie hatte ja kurz vor dem Ziel attackiert gehabt. Mhm. Ja. Also wirklich, sie war dem Traum des Weltmeistertrikots eigentlich so nah wie noch nie. Ja. Aber da sieht man, wie das manchmal dann in die Hose gehen kann, wenn die Gegner stärker sind oder sich einig sind, je nachdem. Ich finde das immer so, es ist wirklich etwas, was in den Köpfen von vielen Rennfahrerinnen und Rennfahrern manchmal eine Rolle spielt, wie hier. Wir haben den Start gezeigt vorhin. Die Chance bei so einem Fahrerfeld,
das sage ich jetzt einfach numerisch, ist 1 zu 99, weil man 99 Konkurrentinnen hat. Ja. Bei der Tour de France noch mehr, 1 zu 180. Ja. Bei einem Tennisspiel ist die Chance 50% immerhin. Ja, hier ist natürlich auch nicht so, dass man sagt, ich habe als Zweiter schon verloren. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, es ist anders, natürlich, klar. Also ich finde tatsächlich, Straßenrennsport ist wirklich eine sehr einzigartige Sportart. Es ist ein langes Rennen. Es sind viele, viele Stunden, die man da im Rennen absolviert. Wo findet man das sonst? Und dann natürlich, es ist immer eine spezielle körperliche Herausforderung, Ausdauer mit Spitzenleistungen zu kombinieren. Und im Straßenrennsport geht es natürlich darum, diese eine Spitze mitfahren zu können. Diese beiden Fahrerinnen hier, die wir gerade im Bild auch sehen, die wurden abgehängt, weil sie diese eine kleine Spitze nicht mitgehen konnten und dann eben den Windschatten verloren haben. Und jetzt sind sie hier alleine unterwegs und kriegen die Lücke nicht mehr geschlossen. Also diese Kombination zwischen Ausdauer und Punch und Sprintfähigkeit, das ist das, was das körperlich auch so besonders macht. Hanna Ludwig hier, die Saison, auch bei den Frauen, wird immer länger. Ja, allein bei den Profi-Radrennen gibt es mittlerweile schon im Januar die ersten Rennen bei den Profis. Manche sagen, ich könnte 10 Monate lang durchfahren, gerade bei den Männern. Bei den Frauen, die holen auch in Asien zum Beispiel, bei den Männern die Arabischen Emirate, Oman. Es beginnt im Januar in Argentinien. Also der Radsport insgesamt, auch der Profi-Radsport, ist noch mehr internationaler geworden. Das Herz alleine schlägt nicht mehr nur in Europa. Ist auch wichtig. Ich finde, das ist eine schöne Entwicklung, dass das Ganze breiter wird und auch bei den Frauen immer breiter wird und auch gefördert wird von verschiedener Seite. Und Internationalität ist, finde ich, immer was das Ganze total bereichert. Gibt es genug Profiplätze, sprich Arbeitsplätze für Frauen, damit sie davon leben können? Okay, der zweite Teil der Frage, der hat es jetzt schwieriger gemacht. Ich hätte jetzt zuerst gesagt, es gibt zu viele Profiplätze. Wir hatten vorhin über die Breite gesprochen. Ich habe gesagt, die Spitze ist extrem da, die Breite fehlt, dass die nachwächst sozusagen im Frauenbereich, was die Herausforderung über die nächsten Jahre sein wird. Von der Seite betrachtet, ja, es gibt wirklich viele Plätze, die zu besetzen sind, wo Teams auch aktiv nach Fahrermaterial suchen. Ob man davon leben kann, ja. Also es gibt in der World Tour ein Mindestsalär, das auch erfüllt sein muss. Es geht immer mehr in die Richtung, dass man davon wirklich gut seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und wo man schon auch als junge Fahrerin darauf hinarbeiten kann, mit gutem Gewissen und das auch so planen kann, dass man da Karriere macht und da schon auch eine sichere Zukunft vorfindet. Katharina Fox übrigens, die wir beide so ein bisschen auf der Rechnung hatten, die ja gestern Zweite im Zeitfahren geworden ist, eben auch von diesem Team Max Solar Rose, die so attackierfreundlich waren, die hat ihr Referendariat zu Ende gemacht. Und wo wir jetzt gerade Liane Lippert sehen, das Gegenteil. Sie ist voll Profi, sie lebt davon, sie kann von ihrer Arbeit gut leben, weil sie eben auch eine der absoluten Spitze ist. Aber die eben angesprochene Katharina Fox, sie sagt, ja, ich werde demnächst wahrscheinlich eine Stelle bekommen, werde ein bisschen reduzieren, 80% vielleicht, damit ich mein Hobby nebenher weitermachen kann, und zwar auf wirklich High Level. Das ist eine Sache, die natürlich die meisten Amateursportlerinnen beschäftigt, dass sie neben dem Job oder auch neben der Familie oder neben beidem das sehr trainingsintensive Radfahren dann leisten müssen. Ne? Das ist eine wirklich große Schwierigkeit, wie man da auch eine Entscheidung treffen kann. Ja? Also natürlich ist es in einer gewissen Weise auch so ein Yes or No. Also wirklich, lege ich da jetzt alles rein? Oder halte ich mir noch beides offen?
Und Katharina Fox befindet sich da sozusagen am Kipppunkt oder an einer großen Entscheidung für sich selbst. Jetzt müssen wir aber hier nochmal ins Rennen reingehen. Apropos also Katrin Kipppunkt, Hammes. Genau, jetzt zerschlägt sich eben auch die Verfolgerinnengruppe. Katrin Hammes zieht durch. Zieht durch, hat die beiden Canyon SRAM-Fahrerinnen nah am Hinterrad. Also die haben das jetzt hier wirklich gut geschafft, dabei zu sein. Dahinter habe ich gerade noch Clara Koppenburg sehen können. Und hinten, das sind die abgehängten Fahrerinnen, wo jetzt die beiden hier auch Linda Riedmann von vorne einsammeln. Und wir hatten es gerade noch gesehen. Die anderen befinden sich im Anstieg. Sie ist hier schon wieder in der Abfahrt und hat hier wirklich perfekt ihren Rhythmus gefunden. Macht sich klein, verpflegt sich gut. Weiß jetzt auch, das könnte wirklich was werden. Also nur noch 15,7 Kilometer bis ins Ziel, hochkonzentriert. Also der Abstand im Moment zwischen ihr und den, je nachdem, drei oder vier Verfolgerinnen, eine Minute, 16 Sekunden. Sie ist auf dem Weg zur Titelverteidigung. Sie ist auf dem Weg. Es kann nicht mehr viel schief gehen. Jetzt heißt es wirklich, ja, kein allzu großes Risiko mehr eingehen. Natürlich sich auch keine allzu großen Sorgen machen. Das wäre auch nicht das Richtige. Man muss jetzt auch nicht seinen Fahrstil da komplett verändern und sich aus dem Konzept bringen selbst. Einfach fahren wie immer. Sie fragt auch noch mal nach. Sie will wissen, wie groß der Abstand ist. Ist natürlich wichtig, da als Fahrerin auch Bescheid zu wissen. Da ist man darauf angewiesen, dass man auch die Information bekommt. Okay, also, sie hat es durchgesagt bekommen. Das übrigens ist der Beweis, dass kein Streckenfunk da ist, also kein Tourfunk auf dem Ohr, sonst hätte sie das schon lange vom Mannschaftswagen gesagt bekommen. So, und jetzt diskutiert sie nochmal. Also, das ist natürlich eine komfortable Situation. Sie hat letztendlich so viel Zeit, auch mal so einen Dialog zu führen. Und wir haben vorne an ihrem Lenker natürlich den kleinen obligatorischen Computer gesehen, der je nachdem, was jemand möchte und programmiert hat, die Kilometer, die Wattzahl, die Pulsfrequenz. Nach was hast du dich immer orientiert? Nach den Kilometern. Ja? Also tatsächlich, es ist wichtig im Straßenrennen einfach zu wissen, welche Schlüsselstellen wann kommen. Dann auch, okay, hier sehen wir es jetzt, da ist einfach mittlerweile das Ganze so dezimiert, dass man immer in einer guten Position sozusagen in die Schlüsselstellen reinfährt. Wenn aber das Fahrerfeld natürlich noch groß ist, ist wichtig, wann muss ich mich nach vorne bewegen, wo muss ich auch investieren und mehr Körner liegen lassen, um dann in richtiger Position zu sein und wo muss ich mich auch einfach nicht stressen. Ja? Wo kann ich mich zurücklehnen und ja, das Ganze einfach passieren lassen. So, und wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt der Mannschaftswagen vom Team Maxula Rose. Also auch das in diesem Geschäft überhaupt keine Seltenheit, dass man sich teamübergreifend einfach mal verständigt. Ich denke, da war dann auch noch mal die Zeitansage oder auch die Frage, brauchst du was, können wir noch was für dich tun? Also das eigentlich vorbildlich. Das ist tatsächlich ein Thema, das jetzt hier bei der Deutschen Meisterschaft aufkommt. Ja? Also wir sehen es, die Fahrerinnen sind quasi alle alleine unterwegs. Und es ist nicht erlaubt für eine Fahrerin alleine einen kompletten Renndienstwagen auf die Strecke zu schicken. Das heißt, man muss sich immer irgendwie mit anderen zusammenschließen und dann entstehen da Allianzen. Und da wurde einfach gesagt, gut, wir übernehmen dich mit, du bist hier und wir kümmern uns einfach, wenn du was brauchst, sind wir da. Und das wird dann auch tatsächlich vorher angemeldet bei der Jury. Und dann ist auch das der offizielle Wagen, der dann gerufen wird, wenn die Fahrerin was braucht. Genau, da sehen wir, aus der Sechser ist eine Fünfergruppe geworden. Lea Lind-Teutenberg vom Cera Dicit WNT-Team hat reisen lassen müssen. Was mich ein bisschen verwundert, weil sie ist eigentlich schon eine Tempoharte. Aber gut, mittlerweile die Distanz, ja, wir sind jetzt bei gefahrenen 123 Kilometern, haben sie in den Beinen. Ja, da zerreißt du einem halt manchmal, ne? Du sagst, du bist überrascht, dass sie schon reißen lassen musste. Ich muss sagen, ich bin tief beeindruckt davon, dass sie so weit gekommen ist. Sie ist eigentlich eine, die schnelle Beine hat. Und schnelle Beine heißt, schnell im Sprint ist. Wir erinnern uns an ein Riesenfinale letztes Jahr in München bei der Europameisterschaft, wo sie da nochmal attackiert hat und lange noch draußen war.
die wirklich, du hast gesagt, Tempohärte hat. Aber das ist ja nicht das, was einen heute nach vorne bringt. Heute sind es einfach die Anstiege, die einen mürbe kochen und einen jedes Mal wieder da aus seinem Rhythmus raushauen. Und dass sie da so weit mithalten konnte, ist wirklich eine exzellente Leistung von ihr. Romy Kaspar jetzt groß im Bild, die schon lange dabei ist. Sozusagen der Oldie in der Gruppe. Kantrit Hammes, glaube ich, auch ähnlich alt. Die anderen wirklich junge, aufkommende, neue Talente. Liane Lippert ist 25. Also eigentlich im besten Rennfahreralter. Mit Erfahrung, mit noch Frische und trotzdem aber schon der Zähigkeit, die man sich auch über die Lebenskilometer holt. Und die macht das jetzt ganz routiniert auch hier, wie sie das ins Ziel bringt. Für alle, die von der Radtour gekommen sind und sich später eingeschaltet haben. Wir sind bei der Titelentscheidung Deutsche Straßenmeisterschaft der Frauen. Das war die Top-Favoritin. Sie ist ihrer Rolle gerecht geworden bis jetzt. Und wir hoffen, dass zumindest nichts Unglückliches dazwischen kommt, wie ein Defekt. Liane Lippert, das sind die Verfolgerinnen, noch fünf an der Zahl von knapp 100 Fahrerinnen, die um 14 Uhr in Donaueschingen auf die Strecke gegangen sind. Insgesamt die Distanz 135 Kilometer, aber das Entscheidende, Claudia Lichtenberg, die ehemalige deutsche Meisterin und Giro-Siegerin. An meiner Seite als Expertin hat es gesagt, das Entscheidende sind die Höhenmeter. Und das waren bei diesem Rennen, oder sind es immer noch, weil noch haben wir eine Bergwertung vor uns, 1810 Höhenmeter. Danke, dass du die letzten 10 auch noch mit angesprochen hast. Ich glaube, das sind die, die dann am meisten wehtun. Ja? Wenn man die 1800 schon geschafft hat und dann die 10 noch muss. Ja. Ja, sie hier, Liane Lippert, die wir hier jetzt auch im Bild sehen, hat sich abgesetzt in einer Situation, wo man vielleicht gar nicht so sehr damit gerechnet hätte. In der Abfahrt oder in der technischen Stelle in der Abfahrt eigentlich. Und hatte da eine kleine Lücke und hat dann aber wirklich auch die Power auf dem Pedal gelassen und ist davongezogen. Die anderen hinten, die hatten, glaube ich, immer darauf gewartet, dass der große Angriff am Berg kommt. Waren dann da kurz unaufmerksam und dann war sie schon entwischt. Und natürlich mit der Power, die sie hat, ist sie hier jetzt davongezogen und baut ihren Vorsprung immer weiter aus. In ihrem erweiterten Heimspiel, ne? Also Friedrichshafen, nicht so weit weg. Für mich übrigens einer der lyrischsten Vereine, wo sie angefangen hat. RSV Seerose Friedrichshafen. Schöner kann man es eigentlich nicht formulieren. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja. So, das Winken mit dem Ellenbogen. Ich gehe raus aus der Führung. Du bist dran. So, in der Kurzvorstellung. Sag noch mal, wer wo gerade fährt. Ricarda Bauernfeit haben wir hier groß im Bild, die ja schon im Vorfeld auch wirklich hoch gehandelt wurde. Dann ist uns jetzt hier gerade im pinken Trikot Katrin Hammes ins Bild gekommen. Beim Blick auf den Zielbereich hier in Bad Dürrheim, der Salinenpark im Hintergrund. Der Blick auf die Schaltung von Liane Lippert. Und da sieht man ganz genau die Scheibenbremse auf der linken Seite. Die flatternde Eins, auch die kann ihren aerodynamischen Wert jetzt nicht mehr vermindern. Und sie hat noch genau jetzt gleich 10 Kilometer bis zum großen Triumph. Und das ist ein großer Triumph. Sie hat gesagt, hier diese Meisterschaften, die stehen ganz mit weit oben in meinem Rennkalender, weil klar, es ist diese berühmte Trophäe und der Radsport hat da eine ganz besondere Tradition eben bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, deutsche Meisterschaften, die entsprechenden Trikots, ob mit Regenbogenfarben oder Schwarz-Rot-Gold, die darf man ein Jahr lang tragen. Was war das für ein Gefühl für dich, sozusagen das in die Welt mitzunehmen? Tatsächlich, es ist eine Riesenehre, wenn man dieses Trikot tragen darf, wenn man mit dem Tag ein, Tag aus trainieren fahren darf auch und dann natürlich in den Rennen unterwegs ist. Es ist ein bisschen eine lustige Geschichte, die ich so auch noch nie erzählt habe, aber
Es hat mich zu meinem Mann geführt. Der hat mich tatsächlich. Christian Lichtenberg. Richtig, der hat mich tatsächlich erkannt, weil er natürlich gesehen hat, ach, hier fährt die deutsche Meisterin, die kenne ich ja. Und dann ist er mir hinterhergekommen und das war unsere erste Begegnung. Tatsächlich eine lustige Geschichte. Ach, natürlich was. Fällt man mit so einem Trikot dann auch auf. So, also ich denke, hier wird die Silbermedaille ausgemacht. Clara Koppenburg haben wir noch mal gesehen in dieser Gruppe. Wen hältst du für die Sprintstärksten? Es ist ja jetzt eine Kombi, alleine Sprintstärke reicht nicht mehr, sondern man muss die Beine dann nach 135 Kilometern auch noch dafür haben. Trotzdem, eine gewisse Grundschnelligkeit bringt die eine mit, die andere nicht ganz so. Wie schätzt du das ein? Tatsächlich, das ist jetzt wirklich die interessante Frage. Ich glaube, man darf so ein bisschen abhaken, dass man vorne nochmal rankommt. Man muss sich jetzt wirklich damit beschäftigen, hier um die Medaillen zu fahren. Romy Kasper ist eine schnelle Fahrerin. Auch Ricarda Bauernfeind hat es richtig drauf im Sprint. Wenn ich da jetzt so ein bisschen hinten anstellen würde, ja, Clara Koppenburg, da liegt die Berge auf jeden Fall, die Stärke auf jeden Fall am Berg. Die muss es hier jetzt eigentlich vorher noch mal versuchen. Gleiches gilt für Katrin Hammes auch. Antonia Niedermeyer ist natürlich zu zweit mit Ricarda unterwegs. Die können sich wirklich auch noch mal überlegen, ob sie da als Team was machen wollen. Das heißt, die anderen unter Druck setzen wollen, wenn sie attackieren gehen. Oder ob sie einfach wirklich das Ganze für einen Sprint zusammenhalten und dann dafür auch gezielt vorbereiten. So, wir tauchen jetzt also wieder ins Ortskarussell ein von Aasen. 8 Kilometer vor dem Ziel. Die 5-köpfige Verfolgergruppe. Das ist eine richtig steile Abfahrt. Das leider vermittelt das Bild auf dem Bildschirm nicht ganz so. Da muss man dann auch den richtigen Anbremspunkt dann erwischen, weil das ist ja immer so ein Ding. Gerade wenn nach der Kurve der Anstieg beginnt, will man möglichst viel Schwung noch mit reinnehmen. Auf der anderen Seite Risiko minimieren. Ne? Und man darf nicht zu früh antreten. Wenn man sich schon selbst in dem Berg sieht, aber eigentlich noch in der Kurve hängt, das Pedal nach unten bringt, dann sitzt man da gerne mal leicht auf und dann schleudert es einen auch ordentlich aus der Kurve raus. So, und hier kommt jetzt diese Kurve nach rechts, wo jetzt noch mal eine richtig steile Rampe auch auf die Fahrerinnen wartet. Also die beiden Canyon-Fahrerinnen haben sich gerade so ein bisschen nach vorne orientiert. Ich weiß nicht, werden wir gleich sehen. Gibt es bei 5 Fahrerinnen noch einen hinten? Ja. Im Ziel. Im Ziel, genau. Genau so ist es. Im Moment ziemlich egal, aber im Ziel wird es dann zählen. Da hast du natürlich recht. Die Attacke, die kann man im Moment fahren, ob man an Position 1 oder 5 ist von dieser Gruppe. Das wird allen Beteiligten dann wehtun. Grandiose Vorstellung von Liane Lippert, zweifellos. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob sie sich das so vorher überlegt hatte. Ich glaube, das war wirklich ein Vorstoß, der aus der Situation herausgekommen ist, wofür man einfach die Rennintelligenz braucht und auch das Gefühl für die Sache. Und sie hat dann einfach auch im richtigen Moment ihre Chance genutzt. So, großes Belauern. Romy Kasper, die jetzt hinten links ist, die wird sicherlich froh sein, wenn es im Anstieg nicht allzu viele Attacken gibt. Die ist wirklich eine, die da auch auf ihre Sprintstärke bauen kann und auch auf nochmal ein schnelles Finale, wenn es darum geht, da auch ja, eine Attacke zu reiten oder einen Gang stehen zu lassen. Und im umgekehrten Sinne, wie steil das auch hier ist, wo es noch mal zur letzten Bergwertung des Tages geht. Sie kann hier jetzt natürlich schön ihren Rhythmus fahren. Sie muss da keine Leistungsspitze sozusagen in die Steilheit reinlegen, sondern sie kann das Ganze für ihren Körper möglichst angenehm machen, sodass sie einfach danach auch wieder gut weiterziehen kann.
ja, und keine Erholung braucht sozusagen, sondern gleichmäßig da drüber fahren kann. Das ist ein Riesenunterschied, ob man da dieses On-Off mitgehen muss oder einfach seinen Rhythmus beibehalten kann. Für alle, die öfters unterwegs sind mit dem Rad, die sich dafür interessieren, was meinst du, was hat sie aufgelegt? Vorne das kleine Blatt logischerweise und hinten Ritzel so in etwa? Das ist eine schwierige Frage für mich. Ja, vielleicht so auf dem zweitdrittletzten. Also die wird ja schon jetzt schön einen leichten Gang auch gewählt haben, damit sie da auch gut kurbeln kann, damit da die Muskulatur nicht unnötig übersäuern muss. Hat sie auch gar nicht mehr nötig. Sie ist ja schon vorne. So, und jetzt lassen wir das einfach mal stehen, um diese Atmosphäre mal aufzusaugen oben am Hotspot in Asen. Jetzt, glaube ich, weiß sie, dass sie es geschafft hat. Auch wenn sie gerade so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, mit dem Hinterrad kurz mal hochgegangen ist, um zu prüfen, ob der Luftdruck noch stimmt, oder? Habe ich mich da verguckt. So, jetzt die Attacke. Katrin Hammes auf der linken Seite, links, Romy Kasper genau. Jetzt rechts. Die tut sie jetzt tatsächlich schwer. Die hat jetzt hier schon ordentlich zu kämpfen. Und Katrin Hammes, die ist richtig stark. Die zieht hier jetzt auch durch. Die nutzt diese Rampe da als Sprungbrett, vielleicht auch wirklich alleine wegzukommen. Dahinter Clara Koppenburg vom Team Cofidis, die hinterher buckelt. Und die beiden Fahrerinnen vom Team Canyon SRAM, Ricarda Bauernfeld auf der linken Seite und Antonia Niedermeyer rechts, die das Ganze weiter unter Kontrolle halten. Aber guck mal hier, Romy Kasper, die ist eine echte Kämpferin, die schafft es, da hinten dran zu bleiben. Katrin Hammes, die kann sich ein Stück weit schon auch wirklich absetzen. Jetzt ist die Frage, ob sich Ricarda Bauernfeind und Antonia Niedermeyer beide im gleichen Trikot ihres Teams gesagt haben, komm, lass uns lieber zusammenfahren. Zusammen können wir die vorne vielleicht wieder einholen. Die vorne einholen und die hinten auch loswerden. Und aber guck mal. Ja, aber sie lässt sich nicht abhängen. Die lässt sie nicht abhängen. Die weiß, jetzt gilt's. Jetzt ist das letzte Mal, wo ich wirklich die Zähne zusammenbeißen muss. Und schon schwuppdiwupps ist sie auch wieder dran. Also, zur erfolgreichen Radrennfahrerin gehört immer auch eine Leidensfähigkeit. Hast du deinen Sport manchmal verflucht? Nein. Nein, der schönste Sport. Wirklich. Also mein Herz. Trotz der Schinderei manchmal. Ja. Ja, absolut. Das ist doch das, was einen lebendig fühlen lässt. So, neue Rennsituation. Liane Lippert alleine vorne, das ist kein Geheimnis mehr. Dann Katrin Hammes nach der Attacke. Ihre Verfolgerin, eine vierköpfige Gruppe, die hat jetzt 1,5 Minuten Rückstand auf Liane Lippert. Und das sind die drei, die schon längere Zeit abgehängt waren und quasi die Positionen 8 bis 10 unter sich dann ausmachen. Aller Ehrenwert, absolut. Aber ich glaube nicht, dass die drei sich noch mal groß bekriegen werden jetzt. Ja, das denke ich auch. Das ist jetzt wirklich so, das bringt man jetzt einfach ins Ziel und dann werden da schon die Plätze auch nochmal ausgesprintet. Aber nach vorne geht nicht mehr viel und ich glaube, dass sie von nach hinten auch da recht sicher unterwegs sind. So, das Einzige, was jetzt Liane Lippert noch stoppen könnte, wäre ein Defekt. Das wünscht ihr überhaupt keiner. Ich glaube, alle, die auch nur ein bisschen Ahnung haben von dem, was hier heute von allen geleistet wird, gönnt ihr den Erfolg, den hat sie souverän rausgefahren. Eine wahre deutsche Meisterschaft als Rennen, hochklassig, super Strecke, tolle Organisation und ja, wirklich kein Zufallstreffer, was das Podium angeht. Hier haben wir jetzt Katrin Hammes. Das Motorrad hat uns mit vorgenommen zu ihr von der Gruppe aus. Zu Katrin Hammes, die jetzt auf Position 2 liegt und die auch jetzt hier ihre Chance natürlich wittert. Die weiß, sie hat jetzt die Lücke. Das ist jetzt die Möglichkeit, auch durchzuziehen. Im Sprint würde ich ihr keine großen Chancen zusprechen. Das ist wirklich jetzt hier die Möglichkeit für sie, diese Medaille abzugreifen. Und die dahinter, für die ist es natürlich bitter. Da geht es jetzt nur noch um einen Platz auf dem Stockerl. In der Tat, ja, stimmt. Hat sich dann doch ausgezahlt,
für diejenigen, die gestern nicht das Zeitfahren bestritten haben, dass sie dann heute doch ein Tick frischer sind? Sieht so aus, gell? Also, Janne Lippert gestern nicht gefahren und Katrin Hamm ist gestern nicht gefahren. Das kann schon wirklich auch einen Einfluss haben. Es war ja wirklich auch gestern Nachmittag sozusagen das Zeitfahren, wo nicht viel Zeit dazwischen liegt, was dann so ja, eine Art Mini-Rundfahrt wird. Es ist eine andere Belastung für den Körper, ob man am Tag davor schon mal richtig tief gegangen ist. War ja auch ein langes Zeitfahren, was dann dem Körper auch viel abverlangt und da nochmal mehr Erholung braucht. Könnte tatsächlich einen Einfluss haben. Also wir wissen jedenfalls von Mieke Kröger, die ist dann nach ihrem Sieg, und da gab es ja dann logischerweise Siegerehrung, Interviews, Freudentänzchen, Autogramme, sie ist dann mit dem Fahrrad Richtung Hotel gefahren, keine 2 Kilometer entfernt, und dann auf diesen 2 Kilometern hat sie derart einen Hungerass bekommen, dass sie sich nebendran an die Straße gesetzt hat, ja, als die Männer dann irgendwann gefahren sind, und hat irgendwoher dann was Süßes geholt, damit sie wenigstens da was nachschiebt. Eigentlich muss man sagen, war das nicht ganz professionell, denn man weiß ja heutzutage, dass unmittelbar nach dem Wettbewerb, wenn man sozusagen die ganzen Energiespeicher leer gefahren hat, dass man so schnell wie möglich wieder nachladen muss. Ne? Das ist der ideale Zeitpunkt für diese Energiespeicher, wieder was aufzunehmen. Ich kenne das leider. Ich weiß das. Dieses Zeitfenster ist so klein, weil man kann sich vorstellen, ja, nach der absoluten Ausbelastung mag man erstmal nichts. Dann bis zu dem Moment, wo man Hunger kriegt und aber schon vielleicht so tief im Hungerloch drin ist, dass der Körper gar nichts mehr aufnehmen kann, weil er schon total durcheinander ist, liegen manchmal wirklich nur ein paar Minuten, ja, wo man dann im richtigen Moment was braucht. Und mir ist das auch schon passiert. Also, dass ich wirklich, es mir nach dem Zeitfahren richtig dreckig ging, weil ich einfach den richtigen Moment verpasst habe. Wer das noch nicht erlebt hat, den berühmten Hungerast, das muss man sich so vorstellen, als würde eine Leere aus dem Magen langsam in die Arme und in die Beine gehen. Also die fühlen sich dann an wie Luftballons. Irgendwie geht nichts mehr, ja? Das ist wirklich so, ja. So, jetzt konzentrieren wir uns auf den Höhepunkt des heutigen Renntages, die letzten 1,7 Kilometer bei der Entscheidung um den deutschen Meistertitel der Frauen im Straßenrad-Rennsport. Liane Lippert scheint nicht mehr einzuholen zu sein. Wir wissen, 1,5 Minuten Vorsprung. Also da muss es sich schon irgendwie verfahren hier in Bad Dürrheim, was natürlich aufgrund der guten Organisation nicht geht. Sie wird neue deutsche und alte deutsche Meisterin. Dann aber der Kampf um die Medaillen. Katrin Harmes ist noch nicht ganz durch, auch wenn es bei ihr gut aussieht. Und dahinter dann der Kampf um Platz 3, möglicherweise. So, Claudia Lichtenberg, die ehemalige deutsche Meisterin auf der Straße, also genau bei diesem Wettbewerb, und deutsche Meisterin am Berg, Giro d'Italia-Siegerin, hat mich jetzt verlassen, wird zu Lea Wagner gehen, weil natürlich werden wir Ihnen die Besten der Besten präsentieren im Ziel und im Interview. Bin sehr gespannt, wie Liane Lippert und ihre Konkurrentin den heutigen Tag bilanzieren werden. Normalerweise, Sie kennen das bei den großen Rundfahrten, Flamme Rouge hängt bei den 1000 Metern. Also sie hat jetzt noch etwas mehr als 800 Meter vor sich. Liane Lippert, und alle Rennfahrer, Rennfahrerinnen wissen, das ist der schönste Sieg. Nämlich solo auf die Zielgerade zu kommen, hier auf der Salinenstraße, wo ansonsten der Riderman seine Champions oder auch nur seine Platzierten begrüßt. Die Zuschauer, die wissen, was hier geleistet worden ist. Großer Empfang für Liane Lippert aus Friedrichshafen vom Movistar Team Women. 25 Jahre alt, deutsche Meisterin, sie weiß es, 2018, 2022 und aller guten Dinge sind drei, deutsche Meisterin 2023 im Straßenradsport der Frauen.
Die Ovationen für eine große Rennfahrerin. Letztes Jahr beste Deutsche bei der Tour de France als 16. Eine, die noch viele große Kapitel schreiben möchte. Natürlich Olympia 2024 in Paris, das Zauberwort. Die Nummer 6, Katrin Hammers, EF Education Tipco, auch ein Profi-Rennstall. Die rosa Trikots bekannt auch bei den Profis der Männer. Nochmal mein Hinweis, morgen 15.15 Uhr, die Besten der Besten. Nils Pollitt und Co. Nils Pollitt, der das Zeitfahren der Männer gewonnen hat. Und hier haben wir sie, die Silbermedaillengewinnerin, die sich freuen kann. Katrin Hammers, Platz 2, 1 Minute 7 Sekunden hinter der Siegerin. Und der Sprint um Rang 3, leider nicht ganz eingefangen jetzt gerade. Aber es gewinnt die Bronzemedaille Romy Kasper. 1:13, dann Platz 4 für Ricarda Bauer im Verein 5, Clara Koppenburg und 6, Antonia Niedermeier. Für Bauernfeind und Niedermeier zweifellos eine Enttäuschung. Sie waren zu zweit als Einzige in diesem Rennen vorne in der Spitzengruppe vertreten und gehen leer aus. Platz 4 und Platz 6, eine Enttäuschung. Das wird ihr egal sein, Liane Lippert. Ihre Familie ist da. Sie kann sich feiern lassen. Ja, die ersten Gläschen werden schon gereicht. Also die ersten 6 sind im Ziel. Siegerzeit 3 Stunden, 43 Minuten und 48 Sekunden für 135 Kilometer. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, 1810 Höhenmeter bei diesen Bedingungen. Der Wind ist nicht das große Problem, aber die knallige Sonne. Hier haben wir die zweite, Katrin Hammers, die hochzufrieden sein wird. Und wir erwarten natürlich gleich bei Lea Wagner und Claudia Lichtenberg die Champions dieses Renntages. Und mal schauen, wer sich jetzt noch die Top-10-Plätze dann sichern wird. Wir hatten ja lange im Bild Lea Lindt-Teutenberg, die Junge, die überraschend vorne dabei war. Da haben wir sie. Hinten dran die Dreiergruppe. Die wird noch ein bisschen länger brauchen. Lea Lindt-Teutenberg, die ganze Familie Teutenberg. Aktiv im Radsport, als Trainer, als Betreuer, frühere Profis, die Brüder Teutenberg. Auch sie hat den Applaus hier verdient in Bad Dürrheim. Dem Ziel auch morgen beim großen Profirennen. Das Fazit. Ein großer Renntag. Mit begeisternden Zuschauern, vor allen Dingen an den Bergwertungen. Dort, wo für viel Unterhaltung gesorgt wurde und eine wirklich große Arbeit des Sauser-Teams mit ihren Hunderten von Helfern und Helferinnen wird belohnt durch einen großen Sport. Liane Lippert wird nachher gleich zu Lea kommen zum Interview, hat dann einen weiteren kleinen Marathon vor sich, was man immer wieder bewundern muss bei den Radfahrerinnen und Radfahrern. Also da ist die Gratulation der Unterlegenen, die nicht aufs Podium gefahren sind. Aber ja, bei den heutigen Bedingungen kein Wunder. Ich wollte meinen Satz gerade zu Ende bringen. Das ist immer wieder bewundernswert nach stundenlanger Arbeit. Morgen bei den Männern, da werden es 5 Stunden dann sein und trotzdem haben Sie die Energie, dann zu den Interviews zu kommen, für Autogramme zur Verfügung zu stehen.
sich ablichten zu lassen. Selfies sind natürlich das, was man haben möchte. Das erste Prost auf Liane Lippert. Es sei ihr gegönnt. Der Alkohol wird gleich in die Blutbahn gehen. Und Lea Wagner, bitte schön, mit der ersten Analyse im Ziel. Während sich die Siegerin noch ein Sektchen gönnt, das sei ihr vor allem gegönnt nach dieser Strecke, bei diesen Temperaturen. Claudia, schön, dass du wieder bei mir bist. Wie hast du dieses Rennen erlebt? Ja, Gänsehaut. Also was für einen Moment, als Liane Lippert davongefahren ist. Ich glaube, dass sie ja selber gar nicht so richtig damit gerechnet hat, dass das der eine Moment werden wird. Es war eine technische Stelle, es war in der Abfahrt. Sie hatte ein bisschen Lücke, guckt sich um und bleibt dann einfach mit Power auf dem Pedal stehen und vergrößert ihren Vorsprung immer mehr. Hinten hat man nur ganz kurz gezögert und das hat einfach gereicht, dass die Lücke dann da war. Und das hat Liane Lippert dann ins Ziel gebracht. Über 30 Kilometer vor dem Ziel war das ja der Fall. Und wie du schon sagst, eben an der Abfahrtsstelle. Und wir hatten die ganze Zeit spekuliert, es wird wahrscheinlich bei dieser Streckenführung an der Bergstelle sein, wo es ein bisschen knifflig ist mit dem Anstieg. Da kann man sich gut absetzen. Dann hat sie die Situation gewählt. Ich bin gespannt, was sie gleich selbst dazu sagt. Hast du das Gefühl, das war Intuition, das war einfach Intelligenz? Oder man legt sich ja wirklich detailliert diesen Plan, diesen taktischen Plan zurecht. War das auch so der Plan? Das ist eine große Kunst, tatsächlich zum einen einen Plan zu haben, den auch zu verfolgen und zum anderen aber auch ja, offen im Kopf zu bleiben und die Situationen gut lesen zu können und dann auch im richtigen Moment richtig zu handeln. Und ich glaube, das ist eine der großen Stärken von Liane Lippert. Sie hat da eine große Rennintelligenz. Als hätte sie es gehört. Herzlichen Glückwunsch, Liane Lippert, der neuen und eben alten deutschen Meisterin. Ihr dritter Titel ist es schon. Hier hat Claudia gerade gesagt, sie haben einfach eine große Rennintelligenz. Wir haben uns so ein bisschen gewundert während des Rennens. Den Zeitpunkt darüber sprechen wir gerade, als sie ihre erste Attacke gewagt haben. 30 Kilometer vorher an dieser Position. War das Intuition oder war es der Plan? Ich habe das nicht geplant, nee. Ich habe einfach versucht, Energie zu sparen und einen guten Moment zu finden. Und habe natürlich meine Konkurrenz gut angeschaut und ich dachte, das ist ein guter Moment. Es war nicht geplant, aber ich bin die Abfahrt gut runtergefahren und ich wusste ganz genau, die ersten 10, 20 Minuten sind die allerhärtesten, weil ich auch Gegenwind hatte. Deswegen musste ich Vollgas fahren und dann wusste ich, wo ich mir die Energie ein bisschen einteilen kann und dass ich am Berg normalerweise Zeit gut machen kann. Und ja, deswegen war es besonders hier mit der Hammer-Atmosphäre, muss ich sagen, den Sieg solo zu holen, ist halt nochmal ganz besonders, muss ich sagen. Auf jeden Fall heute ohne Teamunterstützung. Aus deiner Erfahrung, Claudia, was macht so eine Atmosphäre aus, die sie gerade anspricht? Ja, man saugt es natürlich auf. Liane, du bist hier ja auch zu Hause. Das ist natürlich nochmal ein ganz besonderes Gefühl. Ja, und auch dann endlich wieder in Deutschland unterwegs zu sein. Du hattest mir ja schon gesagt, du warst so lange im Ausland. Und ich glaube, das ist nochmal ein großer Punkt auch, dann wieder zurück zu sein. Liane, wie schön ist es vor allem, wenn dann hier die Familie wartet. Jemand hat sie schon mit einem Glas Sekt empfangen. Das sei ihnen gegönnt. Dürfen sie gleich nochmal anstoßen. Das bedeutet einem wahrscheinlich schon auch viel. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin die erste Runde gefahren und habe an den Bergen meinen Namen auf der Straße gesehen und wusste halt, oh, es hat mir so viel Motivation gegeben. Es ist der Geburtstag von meiner Mama, deswegen ist es ein Geschenk für sie auch noch. Und ihre Nerven sind nicht so gut, deswegen dachte ich, es ist besser, solo zu versuchen. Deswegen, also ich hatte auf jeden Fall vor, solo zu gewinnen, und weil das ist einfach ganz besonders, vor allem mit der Atmosphäre. Und ja, war Hammer. Also war es nicht nur die Rennintelligenz zu dem Zeitpunkt, sondern auch an Gedenken an die Mama, die heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch an Mama Lippert. Ja, genau. Feiern Sie den Geburtstag schön. Ich glaube, besser kann man nicht in diese Party starten. Vielen, vielen Dank und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch. Danke. Ja, und Claudia, das war schon zu Beginn. Wir dürfen dir das abnehmen, genau. Vielen, vielen Dank, Liane. War schon zu Beginn einfach super heiß. Und du hast eben bei Christian schon erzählt, wie kräftezehrend das ist, wie man versucht, dann immer kühl zu bleiben, den Körper runterzukühlen, zur Not auch mit isotonischen Getränken. Und dann klebt es mal so ein bisschen. War das heute vielleicht auch für Liane eine große Herausforderung für das gesamte Feld? Ja, man ist das natürlich gewohnt als Fahrerin. Und man weiß dann irgendwann auch, womit komme ich gut zurecht und wo muss ich wirklich aufpassen, dass ich da mich nicht zu weit in die Hitze treiben lasse. Und dann kennt man sich auch und weiß, wie viel Wasser man braucht oder wie sehr man von außen nochmal Kühlung zuführen muss. Und währenddem wir gesprochen haben, kam Ricarda Bauerfeind zu uns. Vielen Dank, dass du da bist, Ricarda. Wie war das denn heute während des Rennens? Wir haben gerade darüber gesprochen, bei diesen Temperaturen, diese lange Strecke. Ja, also als Rennfahrer ist man teilweise das Jahr gewohnt,
Und ja, ich denke, wenn man genug trinkt und einfach sich davor schon Gedanken macht und einem bewusst ist, dass man einfach Flüssigkeit zuführen muss, dann ja, kommt man eigentlich ganz gut über die Runden. Sie waren nicht ganz fit, hatten gestern schon mit Ihrem Knie zu kämpfen. Wie hat es sich denn heute angefühlt? Ja, also ich habe seit 3 Wochen eigentlich mit dem Knie zu kämpfen. Ich war jetzt froh, dass ich einfach hier starten konnte. Ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt wieder in die richtige Richtung. Und ich habe heute alles gegeben. Ich denke, mit dem 4. Platz kann ich mehr als zufrieden sein. Dafür, dass ich bis vor ein paar Tagen noch ja, gezweifelt habe, dass ich hier überhaupt starten kann. Ansonsten ja in einer super Form, Ricarda Bauernfeind. Dennoch, was trauen Sie ihr, beziehungsweise du ihr, Claudia, noch zu die Saison? Sehr viel. Also das wird sich auch alles wieder erholen. Und ich bin mir ganz sicher, dass man dann auch wieder an die alten Erfolge anknüpfen kann. Kann man ja schon fast sagen. Ja, das war dieses Jahr eine unglaubliche Vorstellung in die Saison rein. Und es ist mittlerweile etabliert, dass du vorne mit dabei bist und dass du da ja auch einfach deinen Platz gefunden hast. Und dann wird auch der Schritt ganz nach vorne zu den ganz großen Siegen nicht mehr weit sein. Vielen Dank, ganz starkes Frühjahr gehabt und viel Erfolg für die weitere Saison. Dankeschön. Vielen Dank, Ricarda Bauernfeind. Das übernehmen wir wieder. Und Claudia, auch vielen Dank dir. Es hat großen Spaß gemacht hier heute bei den Deutschen Radmeisterschaften mit einer Titelverteidigung von Liane Lippert. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke ebenfalls. Und morgen geht's weiter bei uns. Da sind nämlich die Männer dran. Die Frauen haben den Anfang gemacht. Schon eine Stunde früher sind wir auf Sendung um 15.15 Uhr. Dann empfängt sie Michael Antwerpes hier von den Deutschen Straßenmeisterschaften in Bad Dürheim. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut.